Hallo, grüß Gott. Ich werde in diesem Video zeigen, wie man dieses schöne Rendering hier macht. In Cinema 4D. Es geht um Rendervoreinstellungen. Es geht um eine Minimierung der Rendergeschwindigkeit bei gleichzeitigem Aufrechterhalten von ordentlicher Qualität. Wir haben hier ein Rendering von 3840 Pixeln Breite mal 2160 Pixeln Höhe. Das bedeutet, dieses Rendering könnte mit 300 dpi gedruckt werden in einer Breite von guten 30 Zentimetern. Das ist also ein relativ großes Rendering. Es hat auch eine relativ große Dateigröße. Und ich habe es geschafft, das in 12 Minuten zu rendern, mehr oder weniger. Und man sieht hier ganz schön die Spiegelungen und irgendwelche Abdunklungen hier in diesen Ecken. Und auch hier auf dem Granitboden sieht man Spiegelungen, auch so ein bisschen Transparenz hier in diesen Kuben. Es handelt sich hier um die Nationalgalerie in Berlin, das kann man vielleicht ganz gut sehen. Da sind so Einbauten drin, die habe ich mal irgendwann entworfen für so ein Seminarprojekt, also modelliert und da reingestellt. Diese Würfel sind also quasi ein Fremdkörper in der Nationalgalerie. Das sind die Garderoben, das ist der Boden, das sind die Abgänge zu dem eigentlichen Ausstellungsgeschoss, das ist die Decke, dieser gigantische Stahlrost, Stahlträgerrost mit diesen Lüftungsschächten, mit Onyxverkleidung. Diese Flächen sind alle an der Originallocation fotografiert, also die Holzflächen. Und da drauf gemappt, ebenso der Granit. Nur das ebenso zur Info. Und jetzt, wie gesagt, das ist das Rendering, was also dabei rauskommt, wenn ich so lange an den Rendervoreinstellungen rumschraube, bis das in dieser Qualität und in diesem Tempo kommt. Das ist nicht von vornherein so, es dauert erstmal alles viel länger. Und insofern zeige ich jetzt mal, wie das hier funktioniert. Ich werde Ihnen die Datei auch zur Verfügung stellen, sodass Sie das auch nachbearbeiten können. Wir haben jetzt hier also erst einmal, ich muss hier nochmal eben so ein paar Materialien rauslöschen, die ich gar nicht benutze. Jetzt habe ich hier also diese Szene. Ich habe hier auch Kameras im Einsatz. Ich zeige mal ganz kurz, wie das hier so ungefähr aussieht. Also hier sieht man diese Nationalgalerie, das Modell. Das kennen Sie ja alle schon oder auch nicht. Jetzt sehen Sie es halt, wie es aussieht. Ich habe das jetzt hier mal so gelöst, dass ich dieses Modell in einem Ordner drin stecken habe. Also das ist quasi so das Überobjekt. Und ich kann jetzt hier der Reihe nach erstmal alles so ausblenden und mir angucken. Ich habe das, mache das immer so, dass ich auf diese Weise sozusagen das Ganze sortiert anschauen kann. Ich gucke jetzt mal durch diese Kamera durch. Und schalte mal die Plattform an, gedrückte Alt-Taste auf einen dieser beiden Buttons drücken, dann ist das sozusagen grün. Jetzt habe ich hier die Plattform. Das Ganze sieht vielleicht besser aus bei konstanten Shading-Linien. Also das ist die Plattform. Die Plattform besteht übrigens aus verschiedenen Materialien. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber ich habe hier eine Polygonauswahl und diese Polygonauswahl, die erlaubt mir verschiedene Texturen aufzubringen in verschiedenen Teilen dieses Objekts. Das haben wir schon mal gehabt. Dieses Material ist Plattform außen. Das ist also das ist quasi diese Granitvariante, die eher nicht so stark spiegelt. So sieht das aus. Und dieses Material, das sieht glänzender aus, also spiegelt stärker. Und das liegt aber nur auf einem Teil dieser Plattform, und zwar auf dem Teil, der durch die Selektion Fläche innen angegeben ist. Das ist das hier. Ja? Wenn ich jetzt hier da draufklicke, dann kann ich diese Polygone damit auswählen. Das hatten wir auch schon mal, dass ich also Polygonauswahlen speichern kann. Den kann ich einen Namen geben und dann kann ich sagen, dieses Material, was im Quadermapping auf dieses Objekt draufgemappt ist, gilt aber nur in dem Bereich dieser Polygonselektion. Gut, es hat jetzt mit dem Rendern gar nichts zu tun. Ich schalte mal wieder die Kamera ein und will jetzt mal das Dach auch noch mit dazu nehmen. Das Dach hat auch ein Material. Ich zeige Ihnen mal, wie das Material aussieht. Das ist so ein, das soll das Metall sein, dieser Stahlstützen. Es hat eine Farbe, die Farbe setzt sich zusammen aus mehreren Flächen. Das ist eigentlich eine Farbe, die ist so ein mittlerer Grauwert. Und darüber liegt ein Bild, Material Diffuse. Hier kann man es so ein bisschen sehen. Ich zeige Sie mal in einem Fenster, dass Sie das besser erkennen können. Das ist also eigentlich ein Foto einer relativ kräftigen Materialoberfläche. Das habe ich nochmal so darüber gelegt. Das Ganze allerdings nicht volldeckend, sondern nur im Überlagern-Modus natürlich, damit sich das mischt mit dieser Farbe, sonst ergäbe das ja keinen Sinn und außerdem nicht ganz 100%, also so ein bisschen abgeschwächt. Das Ganze ist im Moment noch relativ stark reflektierend.
Man sieht es daran, ich habe hier Spiegelungshelligkeit ist auf 100% gestellt, Glanzlicht habe ich total zurückgedreht, mag kein Glanzlicht bei Cinema 4D bei dem Renderer. Dann habe ich dieses Ding hier im Farbkanal quasi kopiert mit Shader-Bild kopieren, dann hier eingefügt bei Reflektivität und zwar bei der Farbe. Wenn man das nicht machen würde, wenn ich den Mischalgorithmus auf 0 stellen würde, dann würde ich nur hier, wir kämen nur die weiße Farbe als Spiegelfarbe zum Einsatz. Das würde bedeuten, dieses Material spiegelt einfach das, was die Umgebung zeigt, so wie es aussieht. Aber das wollte ich eben nicht. Ich wollte, dass das Material, quasi die Materialfarbe, auch die Spiegelung einfärbt. Das macht man also damit. Ich kann das auch so ein bisschen runterfaden, dass das nicht ganz so ist, aber das soll ja schließlich ein grobes Metall sein, deswegen ist das jetzt hier so, wie es ist, sinnvoll. Dann gibt es noch eine Maske. Die Maske ist jetzt das gleiche. Ich habe das gleiche nochmal als Maskenbild benutzt. Auch da ist es so, wenn ich nichts mache, ist die Spiegelung quasi ungetrübt. Und wenn ich die Maske auf 100% Wirkung schalte, dann ist dieses Graustufenbild dieser Materialoberfläche sozusagen fast wie eine Abdeckung für dieses Spiegelbild. Und so ganz so stark soll das halt auch nicht sein. Deswegen habe ich es hier so auf 33 oder 35% runtergeregelt. Dann sieht es ungefähr so aus. So, dann gibt es ein Fresnel. Fresnel bedeutet, die Spiegelung ist nicht überall gleich stark, sondern da, wo ich senkrecht auf sowas drauf gucke, ist sie besonders stark und an den Rändern flacht sie ab. Klassischer Effekt. Da gibt es hier bei Cinema die Möglichkeit, leitende und nicht leitende Flächen einzustellen. Also elektrisch leitend heißt das, dielektrisch heißt nicht leitend, Leiter heißt leitend. Metall ist logischerweise leitend, also habe ich das eingestellt. Dann Preset ist Eisen, warum auch nicht? Eigentlich ist es ja Stahl, aber ich meine, letzten Endes ist es eh lackiert und nicht wirklich Eisen, aber. Lassen wir es mal so. Stärke ist 100%. Auch hier könnte ich da noch mit der Textur arbeiten. Mache ich jetzt mal in diesem Fall nicht. Was man jetzt auch noch machen kann, ist hier beim Sampling des Ganzen, also die Feinheit des Spiegelbildes, kann man noch so ein bisschen tweaken. Sample-Unterteilung 2, sekundäre Begrenzen und so weiter. Da kommen wir dann später nochmal dazu, was das dann bedeutet. So, jetzt habe ich Ihnen also gezeigt, wie das Metall aussieht. Das ist also alles, das, was wir da oben hängen sehen, ist aus dem gleichen Material. Das kann man hier sehen. Das ist die Dachkonstruktion. Da, so sieht die aus. Das habe ich alles mal irgendwann modelliert. Heroischerweise. Das Ganze wird gemappt in Quadermapping, 25% Größe, also ein Viertel der Originalgröße. So, wenn ich das jetzt mal rendere mit Steuerung R, ja, Steuerung oder Command R, dann sieht das Ganze so aus. Also relativ nichtssagend. Und jetzt geht es halt los. Ich möchte es ja gerne rendern. Man sieht hier, wenn ich dieses Fenster so verschiebe, sieht man auch schon das voreingestellte Renderformat. Sie wissen vielleicht, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass wir immer im Bildmanager rendern und dass es da sozusagen so eine Ausgabegröße gibt. Und diese Ausgabegröße kann man einstellen. Und das ist auch das, was ich jetzt hier sehe mit diesem helleren grauen Bereich. Also Command B, also Steuerung B oder Apple B oder wie auch immer. Rendervoreinstellung, da müssen wir so oft hin, dass wir uns den Kurzbefehl bitte merken. Das ist hier Rendervoreinstellung bearbeiten. So, Steuerung B. Zunächst einmal Renderer Standard, das ist natürlich nichts. Wir lassen das erstmal. Wir wählen uns jetzt erstmal den Effekt Global Illumination aus. Global Illumination heißt ja, ich lasse mir indirektes Licht berechnen, nicht nur das direkte Licht, also nicht nur da, wo das Licht quasi auf eine Fläche trifft, wird aufgehellt, sondern es wird auch da aufgehellt, wo das Licht von reflektierenden Flächen hinkommt, also das, was im wirklichen Leben auch passiert. Hier steht Presets voreingestellt. Wir haben schon immer festgestellt, das ist kein gutes Preset. Warum auch? Kein Mensch kann wissen, was wir vorhaben. Deswegen wählen wir uns zumindest mal jetzt das Innenraumvorschau. Schauen dann gleich mal, ob wir das ändern können. Vielleicht ganz kurz zum Voreingestellten. Beim Voreingestellten sehen Sie primäre Methode Irradiance Cache, sekundäre Methode keine. Was heißt das? Direktes Licht wird mit der primären Methode berechnet, indirektes Licht mit der sekundären Methode. Und da sehen wir, da steht keine. Das heißt, es gibt überhaupt kein indirektes Licht bei diesem voreingestellten Preset, weswegen das sowieso Käse ist. Bei Innenraumvorschau haben wir immerhin Irradiance Cache für das direkte Licht. Da kommen wir dann später dazu, was das heißt. Und sekundäre Methode ist so ein minderwertiges Radiosity Maps. Das ist in der Regel zu dunkel, ja, das weiß ich schon. Deswegen gehe ich mal lieber gleich auf was anderes. Wie mache ich es? In welcher Reihenfolge? Ich nehme quasi Monte Carlo. Ja? Quasi Monte Carlo ist eine direkte 1 zu 1 Berechnung. Da wird für jedes Pixel die Lichtmenge berechnet. Das ist also besonders ehrlich, sagen wir mal.
Während bei allen anderen Methoden so gesampelt wird, da wird geguckt, wo ist es detaillierter, wo ist es nicht so detailliert, und dann wird ein bisschen rumgeraten. Das ist natürlich eigentlich auch sehr intelligent, weil das die Rendergeschwindigkeit erhöht, aber das quasi Monte Carlo ist ehrlich, dauert natürlich dafür länger, hat alles seinen Preis. Die Samplerate lassen wir mal so, wie sie ist. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir einen künstlichen, Entschuldigung, einen physikalischen Himmel einfügen. Da ist er, physikalischer Himmel, Zeit und Position, 12 Uhr mittags, heutiger Mai, 25. Mai. 12 Uhr mittags kann nichts schaden. Jetzt drücke ich mal Shift-R für das Rendern im Bildmanager. Und da kommt so ein klitzekleines Bildchen, 800 mal 600. Und er braucht ganz schön lange. Dafür, dass es eigentlich ein so einfaches, so eine einfache Modellsituation noch ist. Aber das ist ja schließlich der Witz bei diesem Video, dass ich Ihnen zeige, wie Sie die Rendervoreinstellungen so tweaken, dass es dann schneller geht. Wenn das jetzt schon von Anfang an so schnell ginge, dann wäre der Witz weg. Also das dauert mir ehrlich gesagt zu lang, beziehungsweise das sollten wir vielleicht doch kurz abwarten, damit wir wenigstens mal sehen, wie es aussieht. Wie gesagt, Innenraumvorschau. So, jetzt rendert er quasi das Bild. Davor hat er das Licht berechnet. Okay, wir sehen schon, das Dach wird viel zu dunkel. Das da unten, das ist zwar recht schön bläulich vom Himmel, aber dafür ziemlich körnig. Das Dach ist deutlich zu dunkel. Ich breche das jetzt mal ab. Rendern abbrechen, wichtiger Befehl. Ja, so. Mach das Ganze wieder zu. Jetzt folgendes. Zunächst mal gefällt mir das Format ja sowieso nicht. Ich mag viel lieber, wenn es ein bisschen breiter und ein bisschen weniger hoch ist. Deswegen gehen wir wieder zu den Rendervoreinstellungen, Steuerung B, und gehen da oben mal zur Ausgabe. Zunächst mal klicke ich Speichern und Multipass auch ab, weil ich jetzt im Moment nicht speichern will und ich will auch kein Multipass rendern haben. Deswegen gehe ich jetzt, klicke ich das ab, drücke bei Ausgabe auf die, gehe hier auf die Presets vom Film Video und gehe da auf HDTV 1080, mein Lieblingsformat. Klick Proportionen erhalten und teile das Ganze hier durch 2 und habe 540 mal 960. So, zweitens, und jetzt wird es grundsätzlich, wir haben beim Rendern mit Global Illumination im Grunde genommen drei Prozesse, die da ablaufen, drei Prozesse, die immer in der gleichen Reihenfolge funktionieren. Zunächst wird die indirekte Beleuchtung ermittelt, dann die direkte Beleuchtung, und wenn diese beiden Beleuchtungsberechnungsprozesse abgeschlossen sind, dann kommt die endgültige Bildberechnung. Da werden dann die weiteren Effekte wie Transparenz, Spiegelung und so weiter in einer geglätteten, gesäuberten Weise quasi gerendert. Dieser dritte Prozess, die eigentliche Bildberechnung, ist in der Regel bei solchen großen Bildern länger als dieser Berechnungsteil, wo die Beleuchtung berechnet wird. Trotzdem muss man das wissen. Erst wird das indirekte Licht berechnet, dann das direkte, was natürlich ausgesprochen merkwürdig ist, aber so ist es nun mal. Und als drittes quasi das eigentliche Bild. Für das indirekte Licht ist im Moment dieser quasi Monte Carlo Algorithmus zuständig. Für die direkte Beleuchtung, die als zweites berechnet wird, der Irradiance Cache. Das ist also eine wichtige Etappe, deswegen gibt es da auch nur zwei sehr gute Algorithmen, quasi Monte Carlo, der ehrliche, und ein adaptiver Modus, der mehr oder weniger nach Detailstufe quasi rendert, Irradiance Cache. So. Bei der sekundären Methode, also für das indirekte Licht, gibt es ein bisschen mehr, die auch nicht ganz so toll sind alle miteinander, wobei Lichtmaps, Lightmaps auf Englisch dann hinterher der Algorithmus der Wahl sein wird. Aber zunächst mal bleiben wir mal bei quasi Monte Carlo hier. Strahltiefe übrigens 2, das bedeutet also, es geht mindestens einmal noch in indirekt weiter. Also wir haben einmal einen direkten Lichteinfall auf die Flächen und dann wird es noch einmal reflektiert. Das bedeutet Strahltiefe 2. Dann kommt, und das ist der körnige Teil unseres Renderings, ich gehe nochmal zum Bildmanager, da dieser Bröselkram, der kommt sozusagen dadurch zustande, dass dieser dritte Teil, diese eigentliche Bildberechnung, nicht besonders genau erfolgt, sondern eben in einem Modus, der hier durch das Anti-Aliasing vorgegeben wird, der heißt Geometrie, und da gibt es auch die Variante Bestes, die dann logischerweise alles ganz fein glättet, was natürlich auch, man kann es sich denken, zu einer größeren Renderzeit führt.
Dieser Teil ist von früher und ich würde Ihnen dringend empfehlen, für diesen Teil immer diesen Zusatzrenderer von Cinema 4D zu benutzen. Der ist also nur dafür zuständig. Der nennt sich physikalisch oder physical. Und der ersetzt jetzt quasi das hier, weswegen wir das jetzt hier auch nicht mehr benutzen können. Wir müssen jetzt da drauf klicken. Und jetzt kommt hier sowas ganz Ähnliches. Das ist auch ein bisschen genauer und ein bisschen weniger. Ja, ist es genauer. Und vor allen Dingen, ich habe auch die Möglichkeit, Schärfentiefe be zu berechnen und Bewegungsunschärfe. Das betrifft jetzt nur Animation, aber Schärfentiefe zum Beispiel, wenn Sie eine sehr große Blende haben und auf einen bestimmten Teil im Bild fokussieren, dann können Sie das wie im wirklichen Leben haben, dass es davor und dahinter eher unscharf wird und nur der fokussierte Teil scharf. Das nennt sich Schärfentiefe. Machen wir jetzt erstmal nicht, deswegen brauchen Sie das nicht sich zu merken. Aber wichtig ist eben, dass hier sozusagen die Qualität eingestellt werden kann von diesem dritten Teil, von dieser eigentlichen Bildberechnung. Und jetzt mache ich das hier immer so. Cinema 4D ist für 1000 Aufgaben gedacht. In der Architekturvisualisierung haben wir immer sehr große Szenen in der Regel und für sehr große Szenen macht manches, was Cinema anbietet, keinen Sinn. Ich behaupte mal, dass eine feste Anzahl von Samples, also von Probestrahlen oder wie soll man das sagen, eine feste Auflösung für das gesamte Bild sehr praktisch ist, weil man das besser kalkulieren kann. Adaptiv ist auch hier wieder sozusagen die Möglichkeit, dass der Renderer in dieser dritten Stufe guckt, wo ist es detaillierter und wo ist es weniger detailliert. Da, wo es detaillierter ist, da ist er, macht das alles ein bisschen feiner und so weiter. Ich habe aber jetzt keine Lust auf diesen adaptiven Kram, auf dieses leicht unkalkulierbare Rätselraten. Man möge es mir verzeihen. Sondern ich mag feste Anzahl, eine feste Bildauflösung sozusagen. Und da wähle ich jetzt hier auch kein Preset, sondern ich gehe jetzt hier erstmal auf 0. Das bedeutet, das ist die niedrigstmögliche Auflösung. Und dann gibt es noch so Side Effects, sage ich mal, den Matteffekt von Materialien, die Schattenunterteilung, also die Feinheit von Schattenflächen. Dann Ambient Occlusion, da kommen wir noch dazu, ist auch ein Effekt. Und Subsurface Scattering brauchen wir in dieser Szene nicht. Das können wir auch alles auf 0 stellen zunächst mal. Ja, so. Jetzt ist das also quasi auch minimiert. Hier steht nur Krimskrams, den brauchen wir nicht anzufassen. Und jetzt habe ich die Ausgabegröße geändert auf mein CinemaScope-Format und Global Illumination habe ich erstmal hier so gelassen. Jetzt schauen wir mal, wie das Rendering aussieht. Wupp, da kommt mein Bildmanager zutage. So, und die Tatsache, dass das Dach zu dunkel ist, die wird sich wohl nicht verbessert haben. Meine Hoffnung ist ja zunächst mal, dass er überhaupt schneller rendert, weil ich auf diese Weise eben schneller zum Ergebnis komme. Ist aber nicht so. Okay, er ist schon bei Irradiance Cache Prepass, also er macht sozusagen schon das direkte Licht. Er ist schon nicht mehr bei dem ersten Teil. Und ist da schon beim dritten Pass von dreien. Das heißt, also ab jetzt wird gerendert, da sehen Sie es, jetzt steht hier nichts mehr mit Irradiance Cache Prepass und so weiter. Und jetzt rendert er und das geht relativ zügig. Das ist dieser Physical Renderer, dessen Auflösung ja wie gesagt sehr schlecht eingestellt ist oder sehr, sehr, sehr grob. Dadurch geht das jetzt relativ schnell, aber sieht natürlich auch furchtbar aus. Aber das ist jetzt gar nicht das Problem. Das Problem ist jetzt zunächst mal, erstens, dass es überhaupt so lange dauert, zweitens, dass das Dach viel zu dunkel ist. Ich schließe das Ganze mal wieder und mache jetzt Folgendes testweise. Ich versuche mal was anderes. Physikalischer Himmel ist ja schön. Ich versuche mal ein HDRI-Bild zu benutzen als Beleuchtung und schaue mal, ob das dann schneller zu rendern geht. Dazu nehme ich mir hier ein neues Szeneobjekt, einen sogenannten Himmel, eine unendlich große Kugel, die die Szene umgibt und die kann ich texturieren mit einem Material, welches ein HDRI-Bild enthalten wird. Dieses HDRI-Bild ist einfach nur ein Bild, ein ganz normales Foto, eine Image-Datei, die den einzigen Unterschied zu einem normalen Bild das, hat, insofern hat, dass sie mehr einen höheren Dynamikumfang hat, ein 32-Bit-Bild, kein 8-Bit-Bild. Das bedeutet, es kann mehr Helligkeitsstufen speichern. Das kann jede gute Digitalkamera heutzutage auch aufnehmen. Und diese Bilder können Sie auch in Photoshop erzeugen. Man kann sie auch kaufen, die sogenannten HDRI-Bilder, High Definition Range Image. Und ich werde es hier auch benutzen. Wir haben nämlich im Content Browser dazu auch entsprechende
Vorlagedateien, die können wir benutzen. Content Browser ist ja quasi die umsonst Dreingabe, sage ich mal, wenn man Cinema 4D installiert hat, gekauft hat oder als Student umsonst bekommen hat, dann kann man diesen Content Browser benutzen und das, was Maxon da mitgeliefert hat, erstmal ausprobieren, bevor man dann anfängt, das auf eigene Kosten quasi im Internet zu suchen. Aber jetzt zurück zum Material. Also erstens muss das Material natürlich diesem Himmel zugewiesen werden, sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. Das macht das automatisch Google Mapping, das passt auch. Hier brauche ich nichts zu machen. Wenn ich dann doppelt da drauf klicke, dann komme ich hierher. Ich mache das jetzt mal immer so im Tutorial, dass ich hier doppelt drauf klicke, hier unten. Dann habe ich hier dieses wunderschöne große Material-Einstellungsfenster. Da passiert auch nichts anderes als im Attribute-Manager. Aber es sieht irgendwie cooler aus. Man hat hier so eine schöne Liste und kann dann hier immer so gucken, was hier so passiert. Und man kann übrigens, nee, geht nicht, mit der Rechtstaste mehrere Sachen anklicken. Das geht hier nicht, das geht bei der anderen Methode. Okay, dann war das jetzt nichts. Wichtig ist jetzt, ich brauche keine Farbe, ich brauche das Leuchten, weil das Material soll schließlich leuchten, die Szene beleuchten. Und da geht es jetzt darum, eine Textur einzuladen. Und ich mache das jetzt immer so, das ist einfach meine Erfahrung. Ich benutze nicht zunächst das Bild selber, das ginge auch, Bild laden oder aus dem Content-Browser da reinziehen, sondern was ich mache, ich nehme immer erst einen Filter, das ist eine Art Container, der mir so eine Art Korrekturumgebung schafft für das Bild, weil vielleicht möchte ich an dem Bild ja noch irgendwas schrauben, zum Beispiel den Gamma-Wert. Jetzt zeige ich gleich kurz, was das bedeutet. Und jetzt kann ich die Textur dann hier reinladen. Ja? So, ich gucke mir mal hier im Fenster den Content-Browser an. Zufällig habe ich da schon die HDRIs offen. Dann brauche ich die nicht lange suchen. Da gibt es bei den Visualize Presets, also Sie kennen das ja mit den Presets, da muss man hier auf dieses komische Tintenfläschchen klicken oder was immer das darstellen soll. Und da gibt es ja verschiedene Presets, je nach den Modulen, die Cinema 4D hat oder die Sie gekauft haben oder wenn Sie Student sind und das Ganze umsonst bekommen haben, haben Sie sowieso alle. Da gibt es das Visualize-Modul und da drin gibt es nochmal Presets, die heißen dann auch Presets und da gibt es dann Light Setups und da in den Light Setups gibt es HDRIs. Und das sind diese Bilder hier, die ich Ihnen gesagt habe. Das sind High Definition Range Images, also Bilder, die panoramisch aufgenommen worden sind. Das hat aber jetzt mit dem HDRI gar nichts zu tun. Das ist eine Aufnahmetechnik und sind dann abgespeichert unter 32 Bit, sind also einfach heller. Und das Bild ziehe ich nehme jetzt mal dieses schöne Bild hier. Sonnenuntergang oder Aufgang am Meer, an der Nordsee. Das ist ein Holländer, Bob Grotius. Und das Bild ziehe ich jetzt da rein. Ja, so macht man das. Zack. Cinema 4D rechnet, denkt ein bisschen nach und jetzt ist es da schon drinne. Und jetzt sieht man auch schon im Editor, es funktioniert. Das Bild ist im Hintergrund zu sehen. Ja, ich kann jetzt übrigens hier den Gamma-Wert reduzieren von 1 runter. Dann wird das Bild dramatischer. Und das ist auch die beste Methode, um ein HDRI-Bild irgendwie saftiger zu bekommen, wenn Sie das brauchen. Das Maximum nach unten ist, also nach meiner Erfahrung, ist so 0,45. Aber meistens macht man das nicht. Meistens geht man so vielleicht auf 0,89. Also es ist unter 1 wird es dramatischer. 1 war der Ausgangswert, den lassen wir auch erstmal. Nur, dass Sie das wissen. Ja? Also wenn Ihnen die Schatten zu langweilig sind von so einem HDRI-Bild, die das macht, dann können Sie hier so ein bisschen unter 1 gehen und dann können Sie mal gucken, was da passiert. So, jetzt soll dieser Himmel die Szene beleuchten. Ich drehe den mal gleich auf einen bestimmten Winkel, den habe ich lang ausprobiert, dass es am besten aussieht. 216. Dann kommt das Licht so schön golden von der rechten Seite, so von rechts vorne. Das kann man natürlich wunderbar ausprobieren, stundenlang. Ich habe es schon ausprobiert, deswegen an dieser Stelle ist das quasi erledigt. Und dann ist es auch noch schlau, den physikalischen Himmel auszuschalten, ja, damit der nicht also auch noch da rumleuchtet. Das wäre natürlich bescheuert. Und jetzt drücke ich Shift-R und gucke mal, was jetzt passiert. Da ist er. Gerade bei dem anderen hat er 1 Minute, 1 Sekunde gebraucht. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Also eigentlich sollte es schneller gehen, ne? Das ist jetzt quasi auch der Witz meines Vorhabens. Aber mal davon abgesehen ist es so, also die Frage ist natürlich immer, was mache ich eigentlich wann? Und das ist für einen Anfänger oder für jemand, der also neu startet, auch für mich ganz oft noch
nicht immer so klar, was ist jetzt eigentlich quasi der Maßstab für diese ganzen Entscheidungen. Also warum errichtet mal sowas und mal sowas? Also den physikalischen Himmel gibt es nur bei Cinema 4D, der ist schön und der ist auch wirklich echt praktisch, finde ich, zum Einstellen. Und man kann schon eine Menge mit dem machen. Und dass der so ein bisschen länger zum Rendern braucht, weiß ich nicht, ob das wirklich so dramatisch ist. Letzten Endes ist das eigentlich eine ganz komfortable Möglichkeit, da eine Szene zu beleuchten. Sie können ja auch unendlich an den Wolkenformationen rummachen und so weiter, die der dann zeigt. Und die wirken ja auch mit bei der Einfärbung der Szene. Das Problem ist halt, diesen physikalischen Himmel gibt es eben nur bei Cinema 4D und letzten Endes auch nur dann, wenn Sie in Cinema 4D mit dem Cinema 4D eigenen Renderer arbeiten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen anderen Renderer benutzen wie Arnold oder V-Ray, dann können Sie den eigentlich nicht mehr benutzen. Ja, das ist eigentlich der Hauptnachteil von diesem physikalischen Himmel ist, dass es den wirklich nur für den Cinema 4D-Renderer Inside Cinema 4D gibt. Also ansonsten ist quasi HDRI-Beleuchtung der Standard in der Industrie schlechthin. Also eine Szene mit einem HDRI-Bild zu beleuchten, ist absoluter Standard. Und insofern ist es wahnsinnig schlau natürlich für jeden Professional, wenn er sich quasi damit anfreundet, wie das geht mit HDRI, weil das eben immer so geht. Das geht in jedem Renderer, der was auf sich hält, können Sie mit HDRI leuchten. So, jetzt sehen wir hier, ein bisschen schneller hat er gerendert, 56 Sekunden statt 1 Minute und 1. Überhaupt ist es ein anderes Licht, das liegt aber hauptsächlich an der Farbe dieses HDRI-Bildes. Jedes HDRI-Bild bringt mit seiner Farbigkeit natürlich eine eigene Lichtstimmung rein. Das ist ja auch quasi gewollt und das ist jetzt hier sozusagen auch die Folge. Ja. So, jetzt mache ich das mal wieder zu. Ich will jetzt einfach mal das Dach aufhellen. Schauen wir uns erstmal die Kamera dazu an, denn wir haben jetzt mehrere Parameter, an denen wir quasi drehen können. Die Kamera ist, wenn Sie den physikalischen Renderer, ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz, benutzen. Also wenn ich den physikalischen Renderer eingeschaltet habe, dann kann ich bei den Kameras Blende, ISO, also Filmempfindlichkeit, Verschlusszeit einstellen und so weiter. Und natürlich auch sowas wie die Schärfentiefe handeln, was eben dieser physikalische Renderer, habe ich ja eben gesagt, abbilden kann. Wenn ich hier nicht benutze, wenn ich also beim Standardverfahren von Cinema 4D bin, dann sind diese Parameter quasi bis auf die Verschlusszeit gar nicht zugänglich. Und das ist alleine schon ein Grund für mich, diesen physikalischen Renderer zu benutzen, denn natürlich liebe ich es, die Kamera wie eine richtige Kamera zu benutzen, zumindest was ihre drei wichtigsten Helligkeitseinstellungsparameter betrifft, nämlich Blende, ISO und Verschlusszeit. Wenn Sie noch nicht wissen, was das bedeutet, dann rate ich Ihnen dringend, sich damit mal zu beschäftigen, weil das ist quasi Basiswissen Fotografie. Und das ist deswegen wichtig, weil man sozusagen damit die Szenehelligkeit natürlich steuern kann, mal abgesehen von der Schärfentiefe, die natürlich, wenn Sie es schon wissen, sich dadurch ändert, dass hier die Blende entweder klein ist. Im Moment ist sie sehr klein. 8 ist ein hoher Wert, aber bedeutet kleine Blende. Aber zum Beispiel die Blende, sagen wir mal 2, wäre also deutlich größer. Das heißt, das Loch im Objektiv, durch das Licht reinfällt, ist deutlich größer. Dadurch wird die Szene heller. Das würde man dann ausgleichen durch eine kürzere Verschlusszeit. Und die Schärfentiefe würde ganz stark abnehmen. Das heißt, schon sehr kurz hinter und vor den fokussierten Ebenen wird es unscharf. So, ich bleibe aber jetzt hier bei 8. Und das ist jetzt überhaupt etwas, was ich Ihnen sagen will. Ich lasse es bei diesen Werten, weil ich finde, dass es in der Realität oder realitätsnahe Werte wären. 8 wäre eine Blende, die einigermaßen so einen Mittelwert darstellt. Es ist einigermaßen scharf, auch außerhalb des fokussierten Bereichs. Und die Verschlusszeit 1/25, 1 zu 1/125 Sekunde ist auch eine Verschlusszeit, die mir quasi mehr oder weniger garantiert, dass es nicht verwackelt, das Bild, wenn ich einen Tatterich habe beim Fotografieren. Also da geht es jetzt quasi ums richtige Fotografieren. Hat natürlich jetzt mit dem 3D-Rendering nur bedingt zu tun. Ich mag es aber sozusagen, solche Werte erstmal zu nehmen. Das ist einfach eine gute Orientierung. Die Filmempfindlichkeit 800, die würde man dann in so einem Innenraum von so einer Galerie durchaus auch mal nehmen. Also ein relativ hoher Wert, wenn man nicht blitzt oder leuchtet. Also passt das soweit. Was ich damit sagen will, die Kamerawerte würde ich gar nicht verändern, nur um das Dach aufzuhellen und auch den Boden, sondern ich würde jetzt erst einmal Folgendes machen. Ich würde zunächst mal den Himmel heller scheinen lassen. Schauen wir uns noch mal kurz dieses Bild hier an. Der Boden ist doch relativ duster, das Dach erst recht. Der Himmel selber ist aber schön. Der Himmel soll sich also gar nicht ändern. Ich will auch gar nicht deswegen die Kamera ändern, weil dann nämlich auch der Himmel heller würde.
Und dann gibt es hier auch zum Teil weiße Ausfransungen, ja, wo dann alles in weiß zuläuft. Weil eben die Kamera zu viel Licht einfängt, dann wird eben auch der Himmel überstrahlt. Der Himmel im Hintergrund soll aber so schön atmosphärisch bleiben. Was ich will, ist, dass die Lichtwirkung stärker wird von dem Boden auf den Boden und auf das Dach. So, wie mache ich das jetzt? Ich gehe auf mein Material, klicke das doppelt und dann kann ich hier unter Leuchten, Entschuldigung, Illumination, das kann ich in jedem Material sagen. Okay, wie wirkt dieses Material an der GI dieses Bildes mit? Da sehe ich hier GI generieren, Stärke 100%, Sättigung 100%. GI-Empfang ist schon mal Quatsch, weil diese Himmelskugel soll ja kein Licht empfangen, sondern sie ist dazu da, Licht zu spenden. Sie braucht auch keine Caustics und generieren und empfangen übrigens. Da will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber das können wir auf jeden Fall abhaken. Das Einzige, was sie machen soll, ist Beleuchtung generieren. So, ich gucke mal ganz kurz nach. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. D-d-d-d, Stärke 220. Okay, also das habe ich lange ausprobiert, dass es am besten aussieht. Ich steigere jetzt die Stärke von 100 auf 220. Warum 220? Naja, so geht es halt manchmal. Jetzt rendere ich nochmal und schaue mir das nochmal an. Man ahnt schon, dass es heller wird, wenn Sie sich erinnern, wie das eben war. Ja, das dauert schon ein bisschen lange. Da müssen wir gleich dringend was dran machen. Auf der anderen Seite ist vielleicht ganz beruhigend. So, jetzt. Sehen Sie wohl, jetzt so langsam wird das hübsch. Gerade hier vorne im Vorfeld sieht man das ganz gut. Da wird es richtig schön sonnig. Das gefällt uns jetzt. Der Himmel ist nach wie vor der gleiche, ja, ganz wichtig. Der Himmel, also das Hintergrundbild ändert sich überhaupt nicht. Kann man auch gut an diesem holländischen Gebäude husten da hinten sehen. Aber Dach wird heller und Boden wird heller. Und ich meine, das ist halt auch das, was beim Dach eigentlich passiert. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es reflektiert. Und es reflektiert natürlich den Boden. Also das wird vom Boden aufgehellt, weil das Licht vom Himmel kommt ja fast gar nicht an das Dach ran. Wenn ich jetzt also nur direkte Beleuchtung hätte, könnte mir dieses HDRI-Bild das Dach gar nicht beleuchten. Das Dach bekommt sein Licht fast ausschließlich vom Boden, von der Reflexion des Lichtes auf dem Boden. Das ist das, was man indirekte Beleuchtung nennt. Das ist natürlich auch eigentlich das Schöne. So, ich mache das mal wieder hier zu. Also das war jetzt ein Volltreffer, natürlich, nachdem ich es stundenlang ausprobiert habe, kein Wunder. Jetzt gehe ich zum Dach selber. Das soll jetzt nochmal zusätzlich aufgehellt werden. Auch das ist kein Problem. Also ich habe sozusagen mehrere Möglichkeiten, hier Sachen zu tweaken bei der Helligkeit. Das eine ist das HDRI. Bild als Lichtquelle, da kann ich bei der Illumination sagen, du siehst zwar schön aus als Hintergrundbild, aber du sollst bitte stärker leuchten, also Stärke höher als 100%, muss man dann gucken, wie stark. Übrigens die Farbigkeit kann ich hier auch regeln, ne? Das versteht sich. Sättigung steht auf 100%, wenn ich will, dass es weniger farbig auf die Szene wirkt, dann muss ich das halt ein bisschen runterregeln, will ich aber gar nicht. Ich mache also mitnichten hier was beim Leuchten. Denn da habe ich jetzt ja mein HDRI-Bild. Ob ich hier was an der Helligkeit schraube, das hat überhaupt keine Auswirkung, weil ich hier das HDRI-Bild habe und das deckt zu 100% diesen Kran da oben ab. Also hier brauche ich wirklich nichts zu ändern. Ich könnte zwar theoretisch, werden Sie vielleicht auch fragen, hier an der Belichtung was machen, aber das ist eigentlich nicht so toll. Es ist wesentlich schlauer. Also erstens ändert sich dann natürlich auch das Hintergrundbild, aber es ist auch ziemlich fummelig. Ich würde Ihnen immer raten, das hier über diese Illumination zu machen. Einfacher geht's nicht. Dann kann man auch Objekte selber auf ihrer eigenen Objektebene quasi aufhellen. Also wenn ich jetzt finde, dass das Dach zu dunkel ist, aber vielleicht andere Bauteile, die auch das gleiche Material tragen, nicht aufgehellt werden sollen oder genauso sein sollen, wie das Material eben ist. Wenn ich jetzt also wirklich nur das Dach aufhellen möchte, dann gebe ich dem Dach ein Render-Tag, rechte Maustaste, Cinema 4D-Tags, Render. Und jetzt kann ich da sagen, ich hätte gerne bei der GI hätte ich gern mehr Intensität. Ich will, dass dieses Objekt mehr Licht abkriegt. Ja? So, jetzt gehe ich da mal
statt 100% gehe ich mal auf 200%. Schauen wir mal, wie das denn aussieht. Und jetzt lasse ich nochmal rendern. Aber bevor ich jetzt nochmal rendere, mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe kurz in die Rendervoreinstellungen, weil das dauert mir zu lange. Global Illumination. Wie mache ich das jetzt am schnellsten? Ich gehe mal hier auf den Irradiance Cache. Also ich habe ja hier für die primäre Methode und für die sekundäre Methode Irradiance Cache und quasi Monte Carlo. Hier lasse ich es bei quasi Monte Carlo. Die Samples stehen auf 64. Ich mache das mal ganz kurz, benutzerdefinierte Samples, und gehe mal hier auf 32, nur mal, damit es ein bisschen schneller geht mit der Lichtberechnung. Für beides, Irradiance Cache und quasi Monte Carlo. Und dann gehe ich aber hier schon auf Irradiance Cache, und da sage ich nicht, Eintragsdichte soll nicht niedrig sein, sondern Vorschau. Also das sind so Presets, ne? Niedrig. Da sehen Sie hier Minimalrate, Maximalrate, Dichte 30, Minimalabstand 80, Maximalabstand 50. Ehrlich gesagt ist es jetzt erstmal vollkommen wurscht, was da steht. Wichtig ist nur, dass Vorschau noch ein bisschen schlechter ist und deswegen noch ein bisschen schneller rendert. Was ich, ja, so, und jetzt wird erstmal gerendert und geguckt, was das bedeutet. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte mein Dach aufhellen, habe ich auch gemacht. Ich habe es doppelt so hell gemacht. Und zunächst mal fällt auf, bitte aufgepasst, eben habe ich 56 Sekunden lang gerendert, da unten kann man es sehen. Und jetzt mit meinen neuen Rendervoreinstellungen habe ich 14 Sekunden lang gerendert. Ja? Es ist noch nicht mal besonders offensichtlich, ja, dass die Qualität schlechter ist. Also dieser Bröselkram, der ergibt sich ja eh nicht durch das Global Illumination, sondern durch meine Physical Renderer-Einstellung, da wo ich dann alles auf Minimalwerte gestellt hatte für diesen dritten Teil, diese Bildberechnung. Und das Dach ist heller geworden, aber das liegt am Render-Tag, was ich gegeben habe. Aber die Renderzeit ist quasi, also was ist denn 56 durch 14? Ich sag mal grob ein Viertel. Ja? Ich habe es quasi die Renderzeit auf ein Viertel reduziert. Nur weil ich hier von niedrig auf Vorschau gegangen bin. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe hier die Sample-Anzahl von 64 auf 32 abgesenkt. Ja? Das sind jetzt natürlich schon erste Tricks, also gut aufpassen, da müssen Sie quasi drauf achten. Immer da, wo ich was ändere, da kommt es dann auch drauf an. Es gibt eine ganze Menge Zeug, wo es nicht so drauf ankommt, nach meiner Erfahrung. Jetzt gucken wir mal. Irradiance Cache, da steht hier unten Bildgröße. Ja, wenn ich den Haken mal wegmache und nochmal rendere, so, dann geht es nochmal schneller. Ich zeige Ihnen mal gleich, wie Sie sich selber auch schlauer machen können. Naja, so richtig wild ist es noch nicht. Aber das ist, ich kann Ihnen sagen, das ist später bei einem richtigen großen Rendering, macht das eine Menge aus. Jetzt haben wir 12 Sekunden statt 14. Das heißt aber gleich bei einem besseren Render, bei einer, also einer höheren Auflösung, größerer Abbildung, generell Ausgabegröße und vor allen Dingen mehr Kram, der dann in der Szene drin ist, macht sich das extrem bemerkbar. Was heißt das jetzt, feste Bildgröße? Dieses ganze Gesample, was der Renderer da treibt, macht er eigentlich von Hause aus Bildgrößen unabhängig. Das heißt, er guckt sich die Szene an und die Szene, die ist, hat eine Komplexität, und da schickt er die Strahlen rein und guckt da weniger, da mehr. So. Und seit neuestem gibt es die Variante oder die Möglichkeit, durch Anklicken von Bildgröße dafür zu sorgen, dass er das in kleinen Bildern, also die sozusagen in der Ausgabe kleiner eingestellt sind, weniger häufig macht als in größeren Bildern. Ich finde das nicht besonders naheliegend, weil ich kann das anders regeln, wenn ich ein größeres Bild habe, dass ich da mit der Genauigkeit runtergehe. Weil, also sozusagen, sehe den Sinn nicht ganz ein, vor allen Dingen, weil es immer komischerweise länger dauert, wenn ich Bildgröße angeklickt habe. Also man kann darüber lange nachgrübeln, man kann aber auch ganz einfach sagen, wenn ich es angeklickt habe, dauert das Rendering länger, und länger ist jetzt nicht so toll. Also klicke ich das halt ab. Ja, so geht es eben auch manchmal. So, also klicken Sie das ab. Dann haben wir hier Vorschau. Vorschau und Niedrig unterscheiden sich gar nicht in diesen beiden Werten, die unterscheiden sich nur in Dichte, Minimalabstand und Maximalabstand. Aber wir lassen es bei Vorschau. Wir werden sehen, das können wir jetzt die ganze Zeit so lassen übrigens. Ja.
Was ist hier passiert? Cache-Dateien löschen, mache ich mal schnell. Was das heißt, keine Ahnung. Also ich habe eine Ahnung, aber braucht sie jetzt nicht zu jucken. So, nun denn. Jetzt ist die Frage, wie es... Ah, jetzt machen wir Folgendes. Wir können noch mehr tun. Und zwar ist das Dach relativ stark reflektierend. Ich gehe nochmal in die Materialeinstellung kurz. Das sieht man hier auch. Es ist also relativ stark reflektierend. Und jetzt gibt es sozusagen auf der Materialebene die Möglichkeit, die Komplexität der Spiegelung, also die... sagen wir mal, das Ausmaß dessen, was in der Reflektivität eingefangen wird, was also alles gespiegelt wird, kann man begrenzen. Ja, wir haben jetzt sozusagen ein Maximum im Moment oder ein ziemliches Maximum. Das kann man finden bei der Sample-Rate dieses reflektierenden Materials, also der Frage der Auflösung der Spiegelmaps, der Spiegelbilder. Auch die Spiegelbilder haben ja eine Auflösung und die kann man hier quasi einstellen. Und ist jetzt ausgegraut, warum auch immer. Aber das ist zumindest normalerweise einstellbar. Und der wichtigste Wert ist jetzt dieses Abschneiden. Abschneiden heißt, dass ich bei einem sehr hohen Wert oder je höher ich diesen Wert schraube, desto weniger wird sozusagen für den Spiegelungseffekt zugelassen. Also desto weniger wird gespiegelt auf gut Deutsch. Ja, wenn ich ihn jetzt mal ganz nach oben drehe, dann sehen Sie schon, da ist jetzt hier gar nichts mehr. Und wenn ich ihn jetzt wieder runter drehe, dann wird es wieder mehr. Und jetzt haben wir ja eben gerendert und eben stand er auf 0,001. Ja? Das ist sozusagen der Ausgangswert, den es immer gibt, wenn ich Reflektivität anklicke. Und der ist relativ üppig, also da wird relativ viel gespiegelt. Und das ist eigentlich bei diesem Material ganz unnötig. Das ist ein stumpf lackierter Stahl und der ist also nicht wirklich dadurch gekennzeichnet, dass er besonders viel spiegelt. Deswegen kann ich das jetzt auch mal reduzieren auf 0,004, also erhöhen den Wert, meine ich. Ja, ich muss noch mal kurz in meinen... Ja, da habe ich es auch so stehen. Das habe ich also auch mal ausprobiert und jetzt rendere ich noch mal. Jetzt werden Sie sehen, dass es noch mal schneller geht als eben, weil das natürlich auch dauert, also diese Spiegelung einzukalkulieren von allen möglichen Sachen, kostet natürlich Renderzeit. Wir haben jetzt hier 9 Sekunden statt 12, also nochmal eine Steigerung bzw. Reduktion der Renderzeit. Was man natürlich auch sieht, es wird dunkler da oben. Ja? Also klar, er spiegelt nicht mehr so viel, das heißt, er spiegelt auch nicht mehr so viel vom Boden. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie ein Nachteil, denn das war natürlich davor schon hübscher. Ja, jetzt muss man natürlich einen Ausgleich finden. Also das Dach ist komplex und insofern machen die Einstellungen, die ich dafür das Material treffe, auch viel aus für das Gesamtrendering, weil es ist halt ein Riesenbrummer, der da oben schwebt und auch 1000 Einzelpolygone enthält. Was immer ich an diesem Material mache, hat eine Riesenauswirkung auf die Renderzeit, weil es eben so ein großes Objekt ist. Ich kann jetzt einfach ein bisschen rumfummeln und tüfteln, bis es halt... Die Rendervoreinstellung brauchte ich jetzt nicht. Moment, Materialeinstellungen. Geht es da nochmal rein und sagt mal 0,02. So, dann gucken wir, wie das Rendering aussieht. Und dann ist es ja auch noch möglich, das Dach nochmal zusätzlich aufzuhellen. Das habe ich ehrlich gesagt auch gemacht. Und weil ich einfach echt keine Lust habe auf zu lange Renderzeiten, mache ich da jetzt so einen Mittelweg. Jetzt ist es komischerweise 14 Sekunden lang gegangen. Ich rendere das jetzt nochmal. Warum hat das jetzt 14 Sekunden gedauert? Man weiß es nicht. Ja, 12 Sekunden. Also so wie da. Es ist trotzdem besser, weil, wie gesagt, es kommt ja noch mehr dazu. Im Moment spiegelt sich ja noch nicht besonders viel. Im Moment spiegelt sich ja nur der Boden. Wenn ich später dann noch mehr Teile habe, die in der Szene rumstehen, die sich dann auch alle da spiegeln, macht sich diese Reduktion auch wieder stärker bemerkbar. Ich nehme jetzt mal 0,03 und mache jetzt noch Folgendes. Ich gehe noch auf die Dachebene und sagt bei dem Render-Tag, nee, du sollst es nicht auffüllen auf 200, du sollst es auffüllen auf 300. Und damit wird es noch mal ein bisschen heller. Ich gucke mir das jetzt noch mal an. Und dann bin ich so einigermaßen zufrieden mit der Helligkeit. Okay, so, erster Schritt.
Also so tastet man sich quasi an die Ausleuchtung der Szene ran. Und jetzt machen wir mal weiter mit den Rendervoreinstellungen. Zunächst einmal blende ich jetzt alles Mögliche ein, was ich auch noch gerendert haben möchte. Ich habe hier noch solche Leuchten. Das sind einfach nur Polygonobjekte. Ich kann die mal anklicken, Alt-Taste auf diese Böppel da klicken. Dann sehe ich, das sind so kleine Polygonscheibchen, die alle ein Objekt bilden. Und die haben ein Material, ein Leuchtenmaterial. Und das Leuchtenmaterial leuchtet logischerweise. Und zwar nimmt es auch an der GI-Beleuchtung teil. Ich lasse es mal rendern und gucke mal, ob das jetzt deutlich länger dauert. Und dann gucken wir mal, ob das überhaupt eine Wirkung hat. Ja, die Wirkung ist natürlich minimal, aber es sieht natürlich sehr viel hübscher aus. Die Wirkung ist vor allen Dingen da oben im Dachgerüst, im Gitterrost quasi wichtig. Ja, ich habe also schon lange damit rumgespielt. Natürlich ist das Licht nicht wirklich. Man merkt, dass es ein bisschen heller wird unten, aber letzten Endes ist das nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist eigentlich, dass es da oben heller wird. Ja. Deswegen möchte ich das auch gern lassen. Ist natürlich ein bisschen länger, aber so ist es nun mal. Es ist ja schließlich eine komplexe Innenraumszene und die darf auch ein bisschen dauern. Der Effekt ist mir wichtig, weil es ist ja auch in Wirklichkeit so, da oben in der Nationalgalerie gibt es ja Lichter und dadurch ist da oben auch ein bisschen mehr zu sehen, als wenn es nur quasi von reflektierendem Licht von unten beleuchtet würde. So, die Cubes mache ich zum Schluss. Die Stützen kann ich ruhig schon mal reinsetzen. Dann die Fassade, die Innentreppen, die Garderoben und die Lüftungsschächte. Das rendere ich jetzt mal alles und dann gucken wir mal, was dann passiert. Logischerweise dauert es jetzt länger. Man sieht schon ein sehr atmosphärisches Lichtspektrum. Das kommt einfach durch dieses wunderschöne HDRI-Bild. Man sieht aber, dass er da auch schon deutlich länger rendert. Der ist jetzt, also man kann das immer gut sehen da unten. Er ist jetzt also bei der Berechnung des primären Lichts, Irradiance Cache Prepass. So, und dann sieht das jetzt so aus. Das ist natürlich eine furchtbare Auflösung, aber das war uns ja klar. Also das ist quasi das Rendering mit den Innenraumgeschichten. Jetzt zeige ich Ihnen wieder einen Trick. Und zwar, es geht ja die ganze Zeit darum, also bevor wir anfangen, dass das da oben schöner aussieht, kümmern wir uns zunächst mal darum, wie wir noch mehr die Renderzeit reduzieren können. Die Renderzeit wird im Moment noch ganz stark auch dadurch beeinflusst, dass die Glasflächen Schatten werfen, Schatten empfangen. Und das kann man auch noch abstellen, weil sich solche transparenten Flächen eigentlich nicht an dieser Schattengeschichte beteiligen. Jedenfalls macht es überhaupt keinen Unterschied im Rendering, außer in der Renderzeit. Und das wollen wir jetzt kurz lösen. Wir gucken bei der Fassade, da haben wir Glasflächen hier und bei den Innentreppen haben wir auch Glasflächen, auch da. Und jetzt machen wir das so, auch da gibt es einen Render-Tag. Das Render-Tag ist also jetzt wichtig, merken wir schon. Und da sagen wir jetzt Folgendes: Schatten werfen ist aus, Schatten empfangen ist aus und meinetwegen auch noch sichtbar für GI. Das wird zwar eigentlich auf andere Weise ausgeschlossen, kann ich Ihnen noch zeigen oder auch nicht. Lassen wir es mal jetzt so an der Stelle. Wir machen es einfach hier aus, weil diese spiegelnden Glasflächen auch nicht an der GI-Beleuchtung teilnehmen. Also am Reflektieren von Licht nehmen sie eigentlich nicht teil, deswegen können wir das hier ausschalten. Ich drücke die Steuerungs- oder Command-Taste und ziehe dieses Render-Tag auch noch dahin. Dann habe ich eine Kopie. Und jetzt rendere ich nochmal. Und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Das müsste also eigentlich das Rendering beschleunigen. Das ist nicht nur bei dem Cinema-Renderer so, das ist auch in anderen Renderern so. Bei V-Ray zum Beispiel weiß ich es auch, dass Glasflächen an der Schatten Geschichte nicht teilnehmen und insofern kann man das auch ausschalten.
Und es rendert auch deutlich schneller, ja. Also wir hatten eben 52 Sekunden, jetzt haben wir 42 Sekunden, also das ist wirklich ein Fünftel weniger. Und diese, dass es immer neue Flecken gibt, das braucht Sie gar nicht zu irritieren. Das ist bei diesen adaptiven Renderern immer so. Die machen bei jedem Rendering das irgendwie ein bisschen anders. Deswegen sind die Flecken halt woanders, aber die Fleckigkeit, also der Grad der Fleckenbildung, der ist quasi gleich. Ja. Wir haben jetzt ja immer noch eine sehr kleine Größe. Wir haben 960 mal 540 Pixel. Ich taste mich jetzt quasi schrittweise an dieses große Format auch ran. Was wir jetzt noch machen können, ich schaue mal kurz in meine Notizen. Abschneiden, das habe ich alles gemacht. Render-Tag habe ich auch gemacht. Genau, was wir jetzt noch ausprobieren können, ist bei den Render-Voreinstellungen, dass wir jetzt Folgendes machen. Also meine Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, sind folgende. Irradiance Cache als primäre Methode. Quasi Monte Carlo ist eigentlich die bessere Methode in jeder Beziehung. Nur leider funktioniert sie nicht auf kleinen Rechnern wie diesen. Ich habe hier ein MacBook Pro und das MacBook Pro ist einfach nicht leistungsfähig genug. Quasi Monte Carlo ist ein ehrlicher Renderer, der. Ich schalte mal ruhig an. Und jetzt mache ich mal eine Sample-Rate von 1. Der rendert also sozusagen, das nennt sich unbiased, das heißt, der macht nichts adaptiv. Der macht es rein. Strohtrocken guckt er sich jedes Pixel an, was kommt da für Licht hin, was wird da reflektiert und so weiter. Das Problem ist, dass der bei einer gescheiten Auflösung, und wir haben jetzt hier keine gescheite Auflösung, so lange braucht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal die Samplezahl 64 eintrage, dass der dann so lange braucht, dass es keinen Spaß macht. Also der braucht schlichtweg zu lange. Ich habe jetzt immer noch zu wenig, eine zu schlechte Auflösung. Und insofern ist er zwar super, aber leider nicht auf einem Single-User-Rechner, wie ich ihn hier habe. Oder es ist halt ein 22-Kern-Rechner mit dem neuesten Intel-Chip. Oder Sie haben halt eine Renderfarm. Also wie gesagt, normalerweise, wenn Sie jetzt in einer Produktionsumgebung wären und ein Netzwerk hätten, wo Sie drauf rendern können, das geht ja, dann würden Sie das vielleicht machen. Oder gerne sogar. Aber in diesem Fall eben nicht. Insofern quasi Monte Carlo für die primäre Methode. Vergiss es. Jetzt gucken wir uns an, wie das ansonsten geht. Das, die zweite Möglichkeit ist Irradiance Cache, deswegen haben wir da quasi gar nicht so viele Möglichkeiten. Bei der sekundären hatten wir jetzt immer quasi Monte Carlo eingestellt, das kann man auch machen. Man kann aber auch, und das kann ich Ihnen auch empfehlen, die Lichtmaps benutzen. Oder auf Englisch Lightmaps. Ist auch eine sehr schöne Methode. Ich nehme jetzt aber erstmal Radiosity Maps. Ich schalte hier nochmal so eine etwas miese Auflösung ein. Radiosity Maps fallen aus, weil das Rendering da zu dunkel wird in den indirekten Bereichen. Also aus irgendeinem Grunde macht Radiosity Maps den indirekten Kram ein bisschen zu dunkel. Und deswegen finde ich es nicht gut. Das sieht man vor allen Dingen beim Dach. Was geht eigentlich? Da können wir mal gucken. 43 Sekunden. 48 Sekunden. Das zählt nicht. Hier hatten wir 42 Sekunden. Das war mit quasi Monte Carlo. Damit ist für mich Radiosity schon mal gestorben, weil wenn das länger dauert als quasi Monte Carlo in der sekundären Methode, dann brauche ich das nicht erst, gar nicht erst anzufassen. Es müsste sozusagen, wenn dann schneller sein. Und da kommt jetzt sozusagen ein anderes ganz gutes Tool. Das ist hier Lichtmaps. Und da muss man gleich ein bisschen was tweaken. Aber probieren wir das doch erstmal aus, wie das geht. Da sieht man schon Lichtmaps Prepass, das kommt zuerst. Ups. Wenn er damit fertig ist, macht er seinen Irradiance Cache für die primäre Methode. Warum der erst die sekundäre berechnet, dann die primäre und dann das endgültige Bild, das liegt einfach daran, ich kann es mir immer noch nicht ganz vorstellen, aber so ist es nun mal. Es wird nicht geguckt, wie von der Lichtquelle die Strahlen aus verlaufen, sondern wie von der Kamera aus die Strahlen
verlaufen. Oder andersrum, man guckt rückwärts quasi, der Renderer guckt rückwärts von der Kamera aus in die Szene rein und schaut dann zunächst die indirekten Strahlen an, dann die direkten und dann wird das direkt das restliche Bild quasi berechnet. So, jetzt haben wir hier 50 Sekunden, das ist zwar ein bisschen länger als dieses quasi Monte Carlo eben, aber wir können jetzt da was drehen. Ja, wo das jetzt besser sein soll, weiß man noch nicht. Nee, aus. So, was macht man jetzt hier? Lichtmaps. Man kann hier übrigens mit der rechten Maustaste draufklicken, dann sieht man das alles auf einmal. Das ist eigentlich auch mal ganz gut. Also Sample-Rate 32, das ist nicht toll. Das werden wir gleich steigern. Diskretes Flächenlicht-Sampling, diskretes Himmelsampling lassen wir beides an. Irradiance Cache Vorschau. Das bleibt so. Dann haben wir hier die Lichtmaps-Einstellung. Und da ist jetzt entscheidend, dass wir auch noch Radiosity Maps erstellen anklicken, weil dadurch wird es jetzt deutlich schneller gehen. Das können Sie alles nachlesen in der Hilfe. Der baut im Prinzip aus der Betrachtung der indirekten Beleuchtung eine sogenannte eigene interne Lichtmap. So quasi wie so ein HDRI-Bild, was dann wieder für das direkte Licht mit herangezogen wird und das geht dann irgendwie schneller. Also, ich zeige Ihnen mal gleich, wie Sie ganz komfortabel in der Hilfe nachgucken können, aber jetzt brettert er erstmal los mit seiner Bildberechnung. So, das ist jetzt ein bisschen schneller geworden, nicht viel. Jetzt gehen wir wieder in die Rendervoreinstellung, gucken uns das mal an. Hier hatte ich mal Glätten auf 50% gestellt, mal gucken, was dann passiert. Das ist eigentlich auch so eine Art Weichzeichner-Algorithmus, der nach dem, ja da so, hier sieht man diese ganzen Samples ganz schön angezeigt, wo sozusagen diese Fleckigkeit geglättet wird mit diesem Glättenbefehl und je höher dieser Wert ist, desto mehr wird geglättet. Das hat auch Nachteile. Es geht deutlich schneller. Ja, ich habe jetzt 33 Sekunden statt eben noch 50 Sekunden, also 49, jetzt 33. Nur weil ich das Glätten von 100 auf 50% reduziert habe. Also die Flecken machen einen natürlich schon narrisch, aber das werden wir jetzt auch noch ändern. Und zwar machen wir das jetzt da, jetzt gucke ich noch ganz kurz hier was an. Eine Kleinigkeit noch zu den Lichtmaps. Ich mache mal kurz die Lichtmaps einzeln. Vorfilter. Ja. Sie können zunächst mal den Modus auf Visualisieren stellen. Da kann man jetzt gucken, wie das aussieht. Der zeigt einem jetzt im Rendering nur die Lichtmaps Prepares an und berechnet gar nicht das endgültige Bild. Also das versucht er zwar, aber letzten Endes sieht man am Ende die Samples von den Lightmaps. Ja, das ist insofern ganz schön, als man da mal gucken kann, wie das so aussieht. Also es ist natürlich relativ fleckig. Und diese Fleckigkeit, die bleibt natürlich letzten Endes im Gesamtrendering auch erhalten. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, hier zu sagen, ich benutze einen Vorfilter. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und dieser Vorfilter sorgt dafür, dass schon mal dieser Kram geglättet wird. Und der braucht auch gar nicht viel länger, als ohne diesen Vorfilter zu rendern. Das werden wir gleich sehen. Also im Gegenteil, er braucht sogar weniger lang. Und man sieht schon, also er versucht das so ein bisschen auszugleichen. Ist natürlich immer noch ziemlich leopardenmäßig hier, aber trotzdem sieht es schon mal deutlich geschmeidiger aus. Auch an der Decke sieht es nicht mehr ganz so verwarzt aus, wenn dieser Filter da zum Einsatz gekommen ist. So,
Jetzt mache ich natürlich dringend hier wieder normal, damit das gleich wieder ordentlich aussieht. Hier kann man auch sehen, die Sample-Rate, dieses Vorfill, das ist auf 8 gestellt. Also auch da gibt es Samples, auch da könnte man was schrauben, machen wir jetzt aber nicht. Radiosity Maps erstellen ist wichtig, dass das angeklickt ist, und direktes Licht ist auch wichtig, dass das angeklickt ist. Ich mache nochmal das hier kurz, also ich rendere jetzt mal mit dem, ja, nur nochmal das, damit Sie das sehen, was das bedeutet. Denn da geht es letzten Endes darum, dass er die Helligkeitsinformation des HDRI-Bildes in etwas geschickterer Weise verwendet. Und also, wie gesagt, die Werte, die ich ändere, das sind auch die, auf die es ankommt, behaupte ich mal. Also zumindest hat sich das jetzt in meiner Erfahrung so gezeigt. Das ist deswegen wichtig, weil da gibt es natürlich eine Milliarde Einstellungen und man kann die gar nicht alle berücksichtigen. Jetzt haben wir hier, wupp, 33 Sekunden. Jetzt mache ich mal direkt das Licht aus und rendere nochmal. Braucht länger. Jetzt nicht gerade tierisch viel länger, aber er braucht länger. So, was ist eigentlich, was, wenn Sie solche Wörter hier sehen und nicht wissen, was das sein soll? Klicken Sie einfach drauf und drücken Sie Command oder Steuerung F1. Ich muss auf dem MacBook dazu Command die Fn-Taste und F1 drücken. Und dann kommt immer genau zu diesem Befehl, den Sie da so angeklickt haben, kommt sozusagen der Eintrag im Manual, und da steht hier zum Beispiel, direktes Licht heißt, ist ein spezieller Kniff, um die Renderzeit für Projekte mit sehr vielen echten Lichtquellen zu beschleunigen. Jetzt haben wir hier gar nicht besonders viele echte Lichtquellen. Oder vielleicht doch mit diesen kleinen Polyleuchten, die ein Leuchtmaterial haben. Auf jeden Fall werden diese direkt mit in die Lichtmaps aufgenommen. So, da fragt man sich natürlich immer so als Laie, warum passiert das nicht gleich, wenn das so toll ist. Aber ist ja auch egal. Und übrigens gibt es hier noch Radiosity Maps erstellen. Das war ja auch noch eine Sache, die wir angeklickt haben. Stellt eine Art Turbo-Schalter dar. Ist also auch nicht schlecht. Der Nachteil ist, sind sehr speicherintensiv. Kann zu Problemen kommen. Bei mir kommt es nicht zu Problemen. Vielleicht ist es auch nicht schlau, wenn man Animationen macht und da ganz viele Bilder rendern muss. Also jedenfalls bei mir gab es überhaupt kein Problem. Deswegen habe ich beide hier angeklickt. Und den Vorfilter, wie gesagt, auch. So, Cache-Dateien, da ist alles im grünen Bereich. Hier kann man die Prepasses angucken oder nicht angucken. Das ist ehrlich gesagt, da fällt überhaupt kein Sack Reis um in China. Hier Glasspiegeloptimierung, das ist das, wo ich eben meinte, wenn Sie bei den Glasflächen DGI, das Mitspielen bei der GI-Beleuchtung ausschalten durch das Render-Tag, das müssten Sie eigentlich nicht machen, weil hier steht Glasspiegeloptimierung 80%. Das heißt, alles, was transparenter ist als 80%, und das sind unsere Glasflächen, wird bei der GI-Berechnung nicht mit einbezogen. Das muss man aber erstmal ahnen, dass das das bedeutet. Das habe ich jetzt auch nur durch Nachgucken im Manual rausgekriegt, weswegen ich früher und auch jetzt immer noch dann lieber ganz brutal im Render-Tag, ich zeige Ihnen das nochmal kurz, sage, ich möchte einfach hier auch die GI einfach ausschalten, ja, bei den Glasflächen. So, jetzt geht es mal ein bisschen in Richtung mehr Qualität. Also wir haben jetzt hier die Lichtmaps, sind jetzt perfekt. Irradiance Cache ist mit Vorschau eingestellt, da brauchen wir auch nichts machen. Das heißt, die beiden sind jetzt quasi fertig. Ja? Irradiance Cache, Bildgröße ist abgeschaltet, Eintragsdichte ist minus 3, minus 1. Also das kann ich Ihnen sagen, funktioniert in dieser Szene, obwohl das keine gute Einstellung ist. Warum funktioniert das gut? Vielleicht haben Sie schon gemerkt, dass das zwar eine Riesenszene ist mit 1000 Effekten, aber dass letzten Endes die Materialoberflächen doch relativ viel Flecken aushalten. Das heißt, also jetzt ist es natürlich noch zu viel, aber trotzdem halten diese Granitflächen und die Holzflächen und auch der Stahl da oben relativ viel Ungenauigkeiten in der GI-Berechnung aus, weil das diesem Materiallook, dieses etwas raffe sozusagen, durchaus sogar noch entgegenkommt. Das heißt, wir können hier mit relativ schlechten Einstellungen, sage ich mal, arbeiten, weil die Fleckigkeit, was da die Folge davon ist, nicht so das Riesenproblem ist. Das sage ich Ihnen jetzt mal. Ja. Es gibt natürlich Szenen, wo es sehr darauf ankommt, also wenn Sie eine Blumenvase auf dem Tisch von ganz nahem anschauen und die ist aus Glas und da sind ganz feine Röschen drin und dann werfen die so ein
schillerndes Licht auf den Tisch, der dann auch noch so stark spiegelt und so, da kann das natürlich ganz anders aussehen. Aber wir haben hier sozusagen eine Szene, die ist zwar groß und mächtig und auch sehr schön komplex da oben und macht uns deswegen auch Probleme vielleicht. Aber das Problem haben wir da nicht. Wir können also da durchaus auf eine gewisse Fleckigkeit, können wir da aushalten. Ansonsten würden Sie halt versuchen, wie es mit niedrig oder mittel oder so aussieht. Ja? In diesem Fall funktioniert es aber. So, Lille, jetzt wollen wir es gerne ein bisschen hübscher haben. Und zwar haben wir das Problem, also das ist doch arg fleckig. Und jetzt gehe ich mal hier auf 128, einfach mal, um Ihnen zu zeigen, dass das also auch besser geht. Und was ich jetzt aber auch schon machen möchte, ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich will das jetzt eigentlich an der richtigen Bildgröße studieren. Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr auf dieses kleine Bildchen. Und deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich nenne das jetzt mal hier, meine Rendervoreinstellung nenne ich jetzt mal IRQ, nee, nicht QMC, LM Test. Ja. Das heißt, das ist meine Test-Render-Umgebung. Wenn ich damit rendere, dann weiß ich, dass es echt schnell geht. Es geht in einer kleinen Ausgabegröße. Es geht mit einer relativ schlechten Sample-Anzahl. Die hatte ich gerade noch auf 32 stehen. Das soll auch ruhig so bleiben. Und es gibt auch noch ein paar andere. Schon hier ist auch alles ganz schlecht. Ja? Also das ist sozusagen die Testumgebung. Da kann ich schnell rendern. Jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe auf Render-Voreinstellungen und sage neue Untereinstellung. Und jetzt bekomme ich hier eine quasi das ganze Parameterset hier geerbt und kann es jetzt hier umbenennen in Final. Und jetzt ist es so, wenn ich die aktiviere, dann kann ich die halt benutzen. Die wäre jetzt im Moment aber genauso. Und ich kann jetzt alles ändern, was hier fett gedruckt ist, sozusagen. Oder wie war das? Alles, was hier quasi ach, weiß ich nicht. Jetzt machen wir es so. Ich schalte es mal an. Gehe hier auf 128. Oder nee, auf 32 bleibe ich jetzt erstmal. Aber ich ändere die Ausgabegröße. Und zwar möchte ich jetzt das mal 4 nehmen. Ich möchte sozusagen diese endgültige Ausgabegröße haben. Das heißt, es ist also ein relativ großes Bild, aber Vorsicht, aufgemerkt, ich mache erstmal ein Bereichsrendering an. Das bedeutet, ich rendere jetzt natürlich nicht das ganze Bild, sondern ich rendere nur einen Streifen. So, und welchen Streifen hätten wir denn gerne? Ich möchte gerne einen Streifen rendern, der einen Teil von diesem Grün da enthält, einen Teil von diesem Braun und auch einen Teil von diesem Geländerkram. Am besten machen wir das so, dass wir Alt-R drücken. Alt-R bedeutet, ich bekomme einen interaktiven Rendererbereich. Der sitzt jetzt zufällig an der richtigen Stelle. Natürlich sitzt er nicht zufällig an der richtigen Stelle, sondern weil ich ihn jetzt schon tausendmal dahin geschoben habe. Der könnte aber auch woanders sitzen. Den könnten Sie jetzt da hin und her schieben und könnten sagen, so, ich will den jetzt aber da haben. So. Jetzt will er da so ein bisschen das Bild ausrendern an der Stelle. Darauf kommt es aber nicht an. Ich drücke jetzt Steuerung B und sage jetzt beim Bereichsrendern, bitte kopiere mir die Maße von diesem interaktiven Rendererbereich und dann trägt er Ihnen das da ein. Ja? Jetzt bin ich so ein Pingeliger. Ich finde das doof, dass da unten 2 steht. Jetzt schreibe ich da noch 0 hin. Und dann möchte ich auch hier 1700. Dann kann man sich das nämlich auch mal merken. 1850. Und kann das auch mal eintragen ohne diesen interaktiven Rendererbereich. Den muss ich jetzt wieder wegmachen. Oder es ist besser, den wegzumachen. Dann, der braucht ja auch Renderenergie, sage ich mal. Ja. So, jetzt gehe ich nochmal zu den Rendervoreinstellungen. Jetzt habe ich also Ausgabe ist zwar groß, aber ich habe nur einen Bereich, den ich rendere. Einen Bereich von 150 Pixeln Breite, der allerdings von ganz oben nach ganz unten geht. Und ich habe immer noch diese furchtbaren Einstellungen. Und das Ganze wohlbemerkt in den Einstellungen von IRLM Final. Also ich habe jetzt immer noch dieses Global Illumination mit 32 Samples. Also fleckig. Physikalisch ist auch fouibert. Also das ist noch nicht toll. Ich gucke mir das jetzt aber trotzdem erstmal an. Und Action. Wupp. So, da ist der Streifen. Da sehen wir Lichtmaps Prepass, ja. Ist er da am Rendern, berechne Radiosity Maps. Jetzt macht er daraus sozusagen eine neue eigene Lichtdatei. Die wird jetzt benutzt, um den Irradiance Cache zu berechnen. Das war es auch schon. Und jetzt rendert er schon unser Bild. So, das ging ja relativ schnell, 37 Sekunden.
Irgendwas stimmt da oben am Dach nicht. Ich weiß immer nicht, was das ist. Nehmen wir jetzt mal aber gleich einen Schritt in Richtung schöneres Rendering. Ich sag mal 128. Sample-Rate sollten wir schon nehmen und rendern nochmal. Also ist jetzt eine Vervierfachung der Sample-Rate. Das ist ein großer Unterschied in der Qualität von 32 zu 128. Es gibt dann von 128 zu 256 nicht mehr so große Unterschiede. Das muss man einfach mal ausprobieren. Ich mache das jetzt seit Jahren und seit Jahren mache ich mit diesen Werten rum und da oben gibt es immer noch diese merkwürdigen Streifen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich die mal weggekriegt habe. Wahrscheinlich hat es was mit der Sample-Rate zu tun. Sample-Anzahl, das ist alles gut. Presets eigenes, das ist auch alles gut. Irradiance Cache ist auf. Ich stelle mal kurz das Glätten auf 100% und rendere nochmal. Beim Glas ist es natürlich auch so, das ist ja auch ein reflektierendes Material. Und dieses reflektierende Material hat auch eine Sample-Rate. Und auch da ist die Frage, wie viel Spiegel-Content wollen wir denn haben auf den Flächen? Und auch da kann man das einstellen. Auch da ist die Voreinstellung 0,001 für dieses Abschneiden. Und ich werde gleich mal nachgucken, wie es jetzt da tatsächlich eingestellt ist. Also diese komischen Streifen da oben, die gibt es immer noch. So, die gehen also nicht durchs Glätten weg. Überhaupt sieht das jetzt besser aus mit dem Glätten? Ja, es sieht ein bisschen besser aus. Jetzt nicht unbedingt da oben. Aber man sieht, dass es da ein bisschen feiner zugeht. Und hier vor allen Dingen auch, da gibt es nicht so viele Flecken. Wobei die Idee, dass er da was weich zeichnet, die gefällt mir eigentlich nicht. Ich gehe jetzt mal da auf 75%. Vielleicht ist das eine gute Lösung. Oder vielleicht lassen wir es mal bei den 50, die ich ja eben auch hatte. Und jetzt gucken wir uns mal was anderes an. Und zwar physikalisch. Ich will jetzt einfach nur mal wissen, wie das aussieht, wenn ich die Sample-Unterteilung auf 2 schalte. Ja. Ob das dann da oben verschwindet oder ob das doch am Material lag. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wo dran es liegen kann. Sowieso habe ich ja die Enddatei schon fertig. Die würde ich Ihnen auch zum Download bereitstellen. Den Link kriegen Sie dann auch und dann können Sie sich das angucken. Ja, die Streifen gibt es immer noch, das sieht man jetzt schon. Ja, gut, 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 gut. Okay, das gucke ich mir jetzt nicht lange an. Man sieht übrigens, jetzt sieht das hier deutlich besser aus, ne? Ich stelle das jetzt mal auf 100% hier. Jetzt sieht man quasi die Ausgabegröße auf 100%. Und so sieht es jetzt mit der Sample-Rate 2 aus, also viel, viel, viel schöner. Großer Unterschied. Nur diese Streifen da oben, die gehen nicht weg. Gut, aber da haben wir jetzt keine Angst davor. Jetzt gucken wir mal ganz kurz Matt-Effekt-Shading-Unterteilung. Das könnte jetzt sowas sein. Da das hier da oben nicht dran lag, gehe ich da mal wieder auf 0 und gehe jetzt hier mal auf Matte Effect Shading Unterteilung und gucke mir das mal kurz an. Und Schatten stelle ich auch gleich mal auf 1, ob das jetzt daran lag. Wenn ich die Streifen gleich wieder sehe, dann breche ich das Rendering ab. Naja, die macht er wieder. Dann brechen wir das hier mal ab. Ja, Rendern abbrechen, wichtiger Befehl. Also daran lag es erstmal nicht. Jetzt gehen wir mal kurz in die Materialeinstellungen. Sampling 0,04 hatte ich da eingestellt in meiner Endfassung. Stimmt das? Ja.
Dann gucken wir uns das jetzt nochmal an. Ja, so ist es immer. Man muss immer ein bisschen gucken und tüfteln und was ausprobieren. Ansonsten immer wieder die Defaults benutzen, also 0,001 bei dem Metall, da war das ja nicht so. Hatte dann aber nur zur Folge, dass das Rendern eben länger dauert. Und da sich ja, wie gesagt, in dem Spiegelbild des Daches, also in der reflektiven Oberfläche jetzt nicht so wahnsinnig viel. Jetzt ist es weg. Ja. Ich probiere nochmal, das sind jetzt 38 Sekunden, Moment mal, 38 Sekunden gewesen gegenüber 27. Also das ist der Unterschied, der sich jetzt nur daraus ergibt, dass ich dieses Abschneiden geändert habe. Ja. Das ist also ein enorm wichtiger Wert, wie man hier sieht. Ich habe von 0,03 auf 0,04 bin ich gegangen, also habe das Abschneiden erhöht und dadurch ist die. Das ist jetzt unlogisch. Es ist langsamer geworden, das Rendering, obwohl ich was abgeschnitten habe. Interessant. Sollte eigentlich andersrum sein. Dann gehen wir nochmal auf 0,02. Ja, das sind im Grunde die Reflexionen der Fassade in der Decke. Und die zeigen sich da. Und das ist jetzt, ja, es ist nur merkwürdig, dass sie so stark sind. Das liegt wahrscheinlich an diesem Material, was ich doch nicht ganz korrekt eingestellt habe. Vielleicht muss man da die Rauigkeit doch erhöhen. Dass das hier nicht so ein krasses Spiegelbild ist, nehmen wir mal 15 und hier gehen wir mal hoch auf 0,4 wieder. So, und damit ist jetzt da oben die Streifigkeit erledigt. Jetzt ist es aber kein Thema, obwohl, Moment mal, das hat ja die Renderzeit erhöht gehabt, deswegen war das jetzt doch nicht so toll. Nehmen wir mal 0,35. So. So. Das ist Reflektivität und Farbe vom Metall. Jetzt kommt noch was dazu, was ich Ihnen auch dringend zeigen will. Und zwar ist es jetzt ja so, wir haben jetzt hier bei den Rendervoreinstellungen gesehen, wir haben abgesehen von der schlechten Samplerate des eigentlichen Bildberechners, die wir gleich noch verbessern werden, haben wir jetzt eine immer noch besonders oder nicht besonders tolle Eintragsdichte für die Sample-Strahlen, für die Global Illumination-Berechnung. Ja, das heißt, wir haben immer noch eine gewisse Fleckigkeit. Und das haben wir eben auch gemerkt, bei den, als wir die Lichtmaps quasi nur, also ungerendert quasi gesehen haben, dass das doch relativ fleckig ist. Und wir haben gesagt, das ist bei diesem Material ganz gut zum Aushalten, weil das bei diesen Materialoberflächen, weil die eh so ein bisschen durcheinander sind und dann ist es nicht so schlimm. Oder anders gesagt, dann kann man sich's leisten. Ja, das ist auch gut so. Es gibt einen Trick, mit dem kann man jetzt noch zusätzlich eine Schärfe reinziehen. Der sehr alte Trick, der im Grunde genommen auch nicht ganz, sagen wir mal, physikalisch korrekt ist. Und zwar nennt er sich Ambient Occlusion. Und Ambient Occlusion macht jetzt Folgendes: Es dunkelt die Ritzen ab, wenn man so will. Also immer da, wo Polygonflächen aufeinanderstoßen, wo sich also enge Winkel bilden, da wird so eine Art schwarze Farbe reingekippt und dann gibt es so einen Farbverlauf. Also es geht dann von dieser Engstelle in Richtung Weiß, das ist jetzt dieser Verlauf hier, schwarz-weiß, über eine Distanz von 100 Zentimetern. Ich würde Ihnen das mal kurz zeigen. Ich habe es jetzt einfach mal angeschaltet. Wir sehen auch, dass wir hier bei dem physikalischen Renderer diese Ambient Occlusion-Geschichte selber auch samplen können oder die Samplerate hier beeinflussen können. Ich habe es jetzt mal angeschaltet und jetzt gucken wir es uns mal an, wie das aussieht. Ich gehe mal hier auf 100%, bin ich ja schon. Und gucke mir das mal hier so an. Ich kann ja auch mal auf 200% gehen.
wichtig da, zum Beispiel in diesen Treppenstufen. Und dieses Ambient Occlusion ist überhaupt nicht physikalisch korrekt. Es ist einfach nur nach Schema F wird es quasi in die Ritzen reingemalt, und wenn man so will. Und das hat aber den Vorteil, dass das quasi, da das überall so ist, kann ich das wie so eine Art Schärfungsmittel benutzen. Also ich kann auch in fleckigeren, unklareren Polygonkonstellationen kann ich dadurch dafür sorgen, dass es hier ein bisschen scharfkantiger aussieht. Hier sehen Sie mal, wie das aussieht. Ja, man sieht schon, also das Ambient Occlusion legt sich da schon wie so ein Grauschleier drüber. Und ehrlich gesagt auch noch etwas unpointiert, möchte ich mal sagen. Ja, und das mache ich, ändere ich jetzt noch folgendermaßen. Ich gehe jetzt hier zum Ambient Occlusion und reduziere diesen Radius oder diese Strahlenlänge. Und sagt man, das soll nur 50 cm sein. Ich verkürze also quasi die Länge dieses Verlaufs, weil die ist nämlich auch immer gleich. Und rendere jetzt quasi nochmal. Und dann kann ich ja sehen, ob das ein bisschen knackiger wird dadurch. Also der Verlauf wird quasi verkürzt. Und das ist bei so kleinen Sachen, die sind ja nicht 100 cm hier, diese Stufen. Die sind logischerweise ungefähr 18 cm. Das heißt, und die sind auch so gebaut vor allen Dingen. Das bedeutet, dass der Verlauf da gar nicht irgendwie wirksam werden kann. Ja, so ist es immer mit dem Warten. Deswegen auch ganz wichtig, diese Anti-Aliasing am Anfang so stark runterdrehen. Jetzt sehen Sie, dass es schon deutlich pointierter ist. Die Auflösung ist natürlich grottenschlecht. Aber das wundert uns natürlich auch nicht, weil wir haben die ja bewusst niedrig eingestellt. Ich kann die jetzt mal ein bisschen erhöhen. Ich gehe jetzt mal hier nur mal so aus Spaß da auf 2. Nur um mal die Auflösung des Ambient Occlusion zu erhöhen. Aber wie gesagt, es ist also ein super Hilfsmittel, um bei relativ schnellen Renderings, die so ein bisschen grob gesampelt sind, von der GI her, da nochmal so eine Art Präzisionslayer drüber zu ziehen. Ich zeige auch gleich noch eine andere Stelle, wo das auch besonders gut kommt, nämlich bei den Holzflächen. So, dauert natürlich ein bisschen länger, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm länger als davor. Also davor haben wir 39 Sekunden gebraucht und jetzt dauert es gar nicht so viel länger. Und man sieht trotzdem, ja, es sind 40 Sekunden statt 39 und trotzdem ist der Unterschied immens. Ja. Man sieht also hier eine deutliche Präzisierung dieser Ambient Occlusion Geschichte. Achten Sie mal hier auf sowas. Das ist also wirklich sehr schön, wie da sozusagen durch Ambient Occlusion, da oben kann man es auch gut sehen, da diese Plastizität dieser Holzfläche, die ja so ein bisschen vorkommt, dass man das deutlich besser sehen kann als ohne Ambient Occlusion. Das war nämlich ohne. Da sieht man nämlich gar nichts. Und das ist mit, allerdings in einer schlechten Auflösung. Und so ist es in einer guten Auflösung. Ja. Jetzt ist es so ein Effekt, da kann man sich so ein bisschen dran satt sehen und dann findet man den schon nicht mehr so toll, weil der natürlich überall zum Einsatz kommt. Und deswegen kann man den auch noch, wenn man möchte, später, das mache ich jetzt aber nicht, weil dazu jetzt keine Lust, man kann den auch noch abschwächen, indem man sagt, das ist gar nicht schwarz, sondern es ist nur ein helles Grau. Ich kann dann hier auf helles Grau gehen und dann ist dieser Ambient Occlusion Effekt nicht ganz so krass. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich lasse es dabei und fertig. Und jetzt kommt quasi schon fast das Ende vom Ganzen. Ich gehe jetzt mal in den physikalischen, also hier bei Global Illumination, da hatte ich ja nur die Sample-Rate auf 128 erhöht, das hatte dann gereicht. Hier war alles in Ordnung, da war nichts zu löschen. Hier ist alles eingestellt, hier ist auch alles richtig. Eintragsdichte ist auch schön schlecht. Hier, wie gesagt, 128, alles im grünen Bereich. Hier übrigens kann man sich noch angucken, das ist eine Einstellung, die ich quasi gar nicht ändere. Primäre Intensität, Sättigung, sekundäre Intensität, Sättigung. Also da kann man nochmal die Helligkeit der jeweiligen Algorithmen oder der Lichtabteilungen quasi reduzieren, warum auch immer. Ich mache das nie. Und das Einzige, was wir jetzt noch verbessern können, ist hier physikalisch. Multipass schalte ich mal ab, brauche ich nicht. Physikalisch, und dann gehe ich jetzt mal hier auf 2. Dann mache ich jetzt hier mal vorsichtshalber der Matt-Effekt für die Shading-Unterteilung. Oder ich lasse das erstmal alles auf 0. Ambient Occlusion mache ich auch mal wieder so richtig schön schlecht. Sampling-Unterteilung, jetzt gucken wir uns, oder nee, das mache ich schon mal auf 1. Das will ich nicht wieder preisgeben sozusagen. Jetzt habe ich die Sample-Rate des eigentlichen Bildrenderers auf 2 gestellt. Vorher war sie auf 0.
Das hatten wir eben schon mal zwischendurch. Da war das hier deutlich schöner. Ne? Sehen wir auch gleich. Klar dauert das Rendering jetzt länger. Eben hat es 40 Sekunden gedauert. Jetzt dauert es. Ja, ist also deutlich besser. Ja? Und wir haben jetzt eine Vergrößerung von 200% und gleich kommt da noch was vor. Also insofern. Übrigens, das mache ich jetzt nicht in diesem Video. Ich werde das Bild in Lightroom ein bisschen nachbearbeiten und auch da geht natürlich nochmal eine Menge, wo man solch ein neues wegmachen kann. Aber schauen Sie mal, wie schön das jetzt hier wird mit dem Ambient Occlusion. Hier auch. Auch da oben. Ja, 1 Minute und 2 ist klar, es dauert jetzt ein bisschen länger. Dieser orangene Kram, weiß ich nicht, woher das kommt. Das habe ich gestern schon versucht wegzukriegen. Da muss ich mal mit Maxon Kontakt aufnehmen. Da gibt es bestimmt. So sieht jetzt das Dach aus da oben. Ja. Auch interessant. Und jetzt bleiben wir mal beim Dach. Jetzt ist es ja noch nicht alles. Ich habe hier. Bei meinen Testeinstellungen ist alles auf 0. Beim Final soll das natürlich nicht so bleiben. Jetzt habe ich hier Sampling-Unterteilung 2. Das reicht vielleicht, aber Matteffekt-Shading-Unterteilung. Matteffekt sind alle Effekte bei Materialien, wo es darum geht, etwas matter zu machen, als es eigentlich ist, wie zum Beispiel bei Transparenzen oder bei Reflexionen. Reflektivität, wo ich die Rauigkeit von 0% hochregeln kann. Das hatten wir eben gesehen. Ich mache das mit, zeige Ihnen das mal ganz kurz beim. Hier zum Beispiel beim. Stahl, da haben wir hier die Rauigkeit 15%. Wenn ich diese Rauigkeit auf 0 stehen habe, ja, dann ist das, ja, das sieht man jetzt nicht so gut, dann ist das Spiegelbild quasi 1 zu 1 wie die Wirklichkeit. Also wenn Sie da quasi morgens in den Spiegel gucken, das ist ohne jede Rauigkeit, zumindest was den Spiegel betrifft. Und bei 15, da wird es schon ein bisschen schwammiger, das Spiegelbild. Und das ist das, was wir hier wollten. Und genau dieser Effekt ist auch wieder ein Layer, der da drüber gelegt wird. Das ist wie so eine Art Weichzeichner. Und den kann man jetzt bei den Rendervoreinstellungen auch samplen, beziehungsweise da kann man sagen, ich hätte gerne eine höhere Samplerate, was natürlich, da es auf den Materialoberflächen liegt, auch eine Bedeutung hat für die Qualität der Materialoberflächen. Genauso Schatten. Das versteht sich von selbst. Alle Schlagschattenflächen, die sich da irgendwo im Raum verteilen, haben natürlich auch eine Auflösung. Auch die lässt sich dadurch steigern und auch die sorgt dann dafür, wenn ich sie gesteigert habe, dass insgesamt die Materialoberflächen hübscher sind. Jetzt gucken wir uns mal an, was das für die Renderzeit bedeutet. Auch für das Dach da oben. Die Lichtberechnung selber dauert immer gleich lang, weil das hat jetzt damit gar nichts zu tun. Das kann man auch hier sehen, die Sekunden, das sind immer die gleichen Sekunden. Wenn ich an den GI-Einstellungen nichts ändere, ändert sich hier dann auch nichts. Also zuerst Lightmaps, dann Radiosity Maps gemalt, dann Irradiance Cache entwickelt und dann geht das eigentliche Rendern los. Und das dauert jetzt immer länger. Dieser Anteil wird jetzt immer größer, je schöner, je feiner ich meine Samples einstelle im Physical Renderer. Da kommt er so langsam, wurschtelt er sich so hoch. Man sieht jetzt schon, dass es feiner aussieht. Obwohl ich an der eigentlichen Bild-Sample-Rate ja gar nichts mehr geändert habe, jetzt nur noch Schatten und Matteffekt. Ist es noch mal so ein bisschen hübscher. Jetzt könnte man sagen, oh, das war vorher trotzdem gut, weil das ist eben Metall und das Metall ist nicht so fein. Also vielleicht könnte man damit leben, wobei wir sehen, die Renderzeit ist die gleiche. Ja? Also in diesem Fall ist es die gleiche. Es kann jetzt schon sein, dass sie sich dann insgesamt noch mal ändert beim ganzen Bild. Aber das, ja, das ist jetzt an dieser Stelle kein Unterschied. Das bedeutet auch, dass es im endgültigen Rendering nicht so einen Riesenunterschied bringen wird. Ist noch eine Sache. Ich kann beim Speichern einschalten, dass ich eine 32-Bit-Datei speichern will. Dann nehme ich zum Beispiel das OpenX R-Format, 32-Bit-Kanal, Option None, aber das ist jetzt absolut zweitrangig. Wichtig ist dadurch, dass ich das beim Speichern einstelle, obwohl ich das Speichern selber gar nicht aktiviere. Beim Speichern quasi einstelle, dass ich einen höher als 8-Bit-Datei
Bild speichern möchte, kann ich jetzt beim physikalischen Renderer sagen, ich möchte den HDR-Schwellwert senken. Was ist der HDR-Schwellwert? Der HDR-Schwellwert sagt, die Helligkeit kann gemildert werden und so weiter und so weiter. Es wird empfohlen, Werte zwischen 2 und 8 zu verwenden. Kleinere Werte reduzieren die Helligkeit, größere lassen mehr davon durch. Und die dann eventuell mit höheren Sampling-Einstellungen gerendert werden müssen, um weiche Ergebnisse zu bekommen. Also das glaube ich kaum, dass das einen riesen Einfluss hat auf meine Renderzeit. Ich probiere es trotzdem mal aus. Weil ausprobieren ist immer gut. Letzten Endes sieht man ja, dass obwohl diese Rendervoreinstellungen doch einen recht großen Komplex darstellen, dass nicht so besonders viele Werte da wirklich wichtig sind für das Endresultat. So, jetzt wartet man auf die da. Ja, es sieht ein bisschen heller aus, interessanterweise. Und ein bisschen weicher. Und ja. Kann es sein, dass es ein bisschen schneller rendert. Ja. Statt einer Minute 14 Sekunden, eine Minute 13 Sekunden. Ansonsten ist der Effekt natürlich minimal und ehrlich gesagt, wenn man das jetzt nicht gemacht hätte, dann würde man auch gar nichts vermissen. Ja, insofern ist es jetzt natürlich gehopst wie gesprungen, aber sowas ist schon schlau, das manchmal auszuprobieren. Schattenunterteilung, Max Ambient Occlusion 1, Matte Effect Shading Unterteilung lassen wir jetzt mal. Und damit wären wir jetzt quasi am Ende und könnten damit auch das Ding komplett rendern. Ja. Jetzt ist nur noch eine Sache, genau, ich habe ja noch das Bereichsrendern angeschaltet, das mache ich jetzt mal aus. Nee, Quatsch, anders. Ich wollte die Cubes noch sehen. Das habe ich noch vergessen. Und habe ich noch was vergessen? Innentreppen sind dabei, Fassaden sind dabei, die Cubes sind nicht dabei. Also, die habe ich jetzt auch noch dabei. Und jetzt mache ich das gleiche Rendering nochmal. Meine hübschen Cubes, die ich da reingesetzt habe. Auch da will ich nochmal sehen, wie das funktioniert. Ja, die stehen dann auch praktischerweise vor diesem Boden, der da hinten so grisselig war. Das ist natürlich ganz gut. Dadurch wird das Dilemma mit der Sample-Rate gar nicht so offensichtlich. Ich meine, es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt ein Rendering habe von einer Renderzeit von 12 Minuten oder 13 Minuten oder was ich da eben hatte, dann kann ich natürlich auch, wenn ich das jetzt mal, wenn ich da sozusagen das alles im Griff habe, dann kann ich natürlich mir auch mal eine höhere Sample-Rate leisten und es einfach mal länger rendern lassen. Das kann ich natürlich schon machen, je nachdem, wie viel Zeit ich noch übrig habe. Ich meine, 12 Minuten ist jetzt echt nicht viel. Ich habe schon stundenlang gerendert. Aber da habe ich es halt auch nicht so ausgereizt vorher. Ich habe nicht so lange rumprobiert und habe mich mit Voreinstellungen zufrieden gegeben und so weiter. Man muss also immer sozusagen bei allen Sachen gucken. Also das Modell selber muss einigermaßen sauber sein und übersichtlich sein. Das ist in diesem Fall schon gegeben. Ich darf also nicht ich darf nicht zu viele Polygone haben. Jetzt sehen wir eine Minute und 24 Sekunden. Die Cubes leuchten auch so ein bisschen, ne, das merkt man jetzt auch. Das wird also nochmal ein bisschen heller. Beziehungsweise das Dach wird nicht so hell, weil es nicht mehr so viel Licht vom Boden abkriegt. So, was wollte ich sagen?
Also es gibt sozusagen, das Modell selber kann so kompliziert sein, dass das Rendern deswegen besonders lange dauert, weil natürlich auf allen Polygonen quasi die Lichter berechnet werden müssen. Und wenn es viele Polygone gibt, dann kann das natürlich auch die Hölle werden. Da gibt es die Materialeinstellung, vor allen Dingen was es die Reflektivität anbelangt. Und dann gibt es die Rendervoreinstellungen. Und das sind also mehrere, und die Lichteinstellung auch, wobei die jetzt beim HDRI-Bild nicht viele Möglichkeiten der Renderzeitverlängerung drin stecken. Also es gibt sozusagen mehrere Stellen, an denen können wir die Renderzeit und die Qualität beeinflussen. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir uns immer so Sachen merken können. Also deswegen zeige ich Ihnen immer nur die wichtigen Parameter, auf die es ankommt, damit wir da an der Stelle auch wirklich was bewirken einerseits, also dass wir da was ändern, also zum Beispiel hier eben bei diesem, ich sage es mal hier zum Beispiel Vorschau, wenn ich jetzt hier auf Mittel gehe, dann habe ich also deutlich eine andere Qualität, ja, und beziehungsweise so deutlich ist es gar nicht, ich habe vor allen Dingen eine deutlich längere Renderzeit. Ich hätte eine deutlich bessere Qualität, wenn es glattere Flächen wären, wo ich besser sehen könnte, dass es diese Flecken gibt. Und es gibt Sachen, da ändert sich kaum was. Ja? Und das muss man schon wissen. So, jetzt endgültig mache ich mal diesen Haken da weg, Bereichsrendern. Und jetzt möchte ich gerne das insgesamt rendern. Und ich starte das jetzt an und dann werde ich mal ganz kurz die Aufnahme auf Pause schalten, damit Sie in der Zwischenzeit sich nicht angucken müssen, wie das rendert. Da fällt mir ein, bevor ich das mache. Das habe ich jetzt vergessen. Ich lasse das nochmal an, das Bereichsrendern. Ich will noch einmal ausprobieren, wie das mit, da bin ich jetzt neugierig, ob wie das mit quasi Monte Carlo aussieht. Ja. Sample-Anzahl 128. Will ich jetzt einmal wissen, ob das auch funktioniert, ob das auch in einer ansatzweise sinnvollen Renderzeit funktioniert. Erstaunlicherweise wird einem das gar nicht angezeigt, dass der überhaupt ein Monte Carlo rendert. Sondern erst gleich beim Irradiance Cache Prepass. Weiß jetzt nicht, ob das quasi dann da integriert ist, aber das geht ja irgendwie noch schneller. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, weil das war bei meinen ersten Versuchen gefühlt anders. Fertig. Schauen wir uns mal den Navigator an, wo der da gerade so ist. Ja, auch schön. Ich meine, ja, das geht schneller. Ich meine, es ist halt nicht der Hauptbereich, der mit Quasi Monte Carlo gerendert wird. Deswegen wäre jetzt die Frage nach der Bildqualität. Es sieht insgesamt ein bisschen dramatischer aus da oben. Ein bisschen dunkler. Was ich aber ganz cool finde eigentlich. Jetzt schauen wir mal da unten nach, wie das bei dem Holz so aussieht. Und da die. Ja, es gefällt mir, das ist irgendwie dramatischer, diese Schmutzecken. Sehen Sie das hier, wie das da so aussieht in den Winkeln des Monte Carlo Lightmaps, Monte Carlo Lightmaps. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie das beim Gesamtrendering aussieht. Wie gesagt, ich hatte mal eine Zeit lang, ich sag wahrscheinlich an den Einstellungen, war das umgedreht, dass Lightmaps sozusagen schneller war. Jetzt gucken wir uns das nochmal hier im Gesamtbild an. Was auffällt, ist immer quasi Monte Carlo, deswegen nehme ich das auch nicht so gerne im Moment. Es ist immer so ein bisschen langweiliger von der Helligkeit. Also es ist dunkler da oben, aber man könnte auch sagen, es ist insgesamt halt dunkler. Also man sieht zum Beispiel da oben einen größeren Helligkeitsunterschiede bei Lightmaps als bei quasi Monte Carlo. Dadurch es ist aber kontrastreicher. Das finde ich natürlich gut. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass die Renderzeit schneller ging. Also, das ist jetzt interessant. Merken Sie sich vielleicht, dass Irradiance Cache für Primary Method und
Lightmaps für Secondary und quasi Monte Carlo beide für Secondary ganz gut funktionieren. Wenn ich das mache, dann habe ich hier auch gar nicht mehr so viel zum Einstellen. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ausgabe, Bereichsrendern abgeschaltet und ab geht's. Und wie gesagt, das dauert jetzt länger und deswegen schalte ich mal so lange hier oben auf Pause. Das Rendering ist so gut wie fertig. Es ist ehrlich gesagt auch das zweite Rendering, was ich mache. Wir sehen jetzt hier ein Rendering, das 16 Minuten gedauert hat. Das hat ein bisschen länger gedauert als das, was ich ganz zu Eingang gezeigt habe. Das hatte ja 12 Minuten gedauert, der Auslöser dieses Videos sozusagen. Dieses hat jetzt 16 Minuten gedauert. Das hat wahrscheinlich Gründe, die in den Materialeinstellungen des Metalls liegen und auch des Glases. Ganz kurz nur ein Rendering davor. Das hier ist das mit QMC, also quasi Monte Carlo als sekundärem Renderer. Und das ist mit Light Cache. Und QMC braucht jetzt fast 18 Minuten und Light Cache braucht 16 Minuten. Ist also 2 Minuten schneller bei einer Gesamtzahl von 18 Minuten. Weiß jetzt nicht, wie ich das in Prozent ausdrücken soll. Ist jetzt nicht gerade wenig im Verhältnis, aber ist natürlich auch kein Beinbruch. Entscheidend ist für mich eher, dass der Unterschied gar nicht so gravierend ist. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier so dramatischere Kontraste. Auch hier unten sieht man das und da bei dem Monte Carlo Renderer, ja. Und bei dem Light Cache ist es halt heller. Aber es ist jetzt auch nicht weniger fleckig oder so. Also man sieht jetzt hier auf den Stufen auch so eine relative Fleckigkeit. Ups. Und das gibt es auch bei beiden. Also das ist ja auch klar, weil der primäre Renderer nach wie vor Irradiance Cache mit sehr schlechten Einstellungen ist. Das heißt, die sekundäre Berechnung durch QMC reißt es jetzt auch nicht raus. Ich glaube, also in diesem Fall würde ich dann zu Light Cache, zu Lightmaps als sekundärem Renderer raten. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die Materialeinstellung von Metall. Nur noch, um das nochmal zu klären. Also ich hatte bei meiner Datei, die ich am Anfang gerendert habe, als Beispiel hatte ich hier 0,04 statt 0,035. Das heißt, das Rendering musste ein bisschen schneller gehen, wenn ich 0,04 einstelle. Und beim Glas muss ich nochmal gucken, was ich da gemacht habe. 0,01. Da könnte man auch ein bisschen höher rangehen, dass es ein bisschen weniger Spiegelung gibt. Das war jetzt gerade nicht gerade wenig an Spiegelung, was man da sieht. Insofern würde das jetzt auch nichts schaden. Dann würde das auch noch mal ein bisschen schneller gehen und dann wäre quasi diese Zeit erreicht, die ich da eben hatte. Anyway, Sie können sich das in der Datei auch angucken. Ich zeige Ihnen die Datei mal. Das ist jetzt die Startdatei. Die Startdatei würde ich jetzt auch wieder bereinigen, auf den Ursprungszustand zurücksetzen, sodass Sie dann also wirklich eine frische Datei haben zum selber ausprobieren. Die Datei, die ich quasi schon als fertige Datei habe, die zeige ich Ihnen dann nochmal hier, Fast Interior End. So, da ist sie. Und da habe ich jetzt hier nochmal so einen interaktiven Renderer drin gehabt, den brauche ich nicht. So, und jetzt hier nur noch ganz kurz, hier sehen Sie auch das alles, was ich da eingerichtet habe. Und Sie sehen auch meine Rendereinstellungen, IRLM. Also hier habe ich ganz klar mit Irradiance Cache und Lightmaps, nichts mit QMC und das eine ist quasi Final, also da habe ich hier Ausgabegröße, dieses Riesenmaß und auch hier physikalisch, da sieht man auch 2111, also die Sample-Raten entsprechend eingestellt. Bei der Testdatei habe ich hier alles auf 0 gestellt, allerdings die Sample-Unterteilung hier auf 2 gelassen, aber ich habe die Ausgabegröße ganz klein gestellt. Das heißt, Sie können also mit diesem Test zunächst einmal prima rendern und dann können Sie sich das anschauen. Aber wie gesagt, das ist ja schon die fertige Datei. Wenn Sie das nachvollziehen wollen, dann können Sie die Startdatei benutzen. So, jetzt bin ich am Ende. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie rendern können, wie Sie ein typisches Architektur-Innenraum-Rendering machen können. Dazu die Einstellungen gezeigt, die zu einem optimalen Ergebnis führen, vor allen Dingen auch was die Renderzeit anbelangt. Ich habe sehr viel geredet, ich hoffe, es war nicht zu viel. Achten Sie auf die entscheidenden Punkte, worauf kommt es eigentlich an? Und dann können Sie sozusagen auch bei Ihren eigenen Renderings immer gucken,
dass sie sich so rantasten, wie ich das auch gemacht habe. Erst kleine Bildgröße, Ausschnitte rendern und so weiter. Schlechte Einstellung für den physikalischen Renderer, damit sie nicht ewig warten und dann mal gucken, was passiert. Ich konnte jetzt unmöglich auch alles abdecken. Ich hoffe aber trotzdem, dass es eine Art Überblick gegeben hat über die wesentlichen Stellschrauben in Cinema 4D, um ein Rendering zu beschleunigen und es trotzdem gut aussehen zu lassen. Vielen Dank.